Da sind wir wieder in Vertretung von der Sascha. Sascha kommt gleich. Und fangen am Schlachtfeld an mit der Mittagssession. Heute Abend werden wir Sascha wieder live sehen. Sascha ist heute Abend auch wieder da. Dann aber alleine. Ohne mich. Ja, jetzt kommt hier alles. Okay, Villa Villa. Er meint mir so, der Daniel Name. Okay, was hat der? Wieder verkaufen. Ja, warum nicht? Apart, Freund. Ja, Dämonen, Mächt, Murlocs, Dackeleber, Wildtiere. Was? Na, mal gucken, was kommt. Die Bärenmutter. Wasser da wieder am Maule. Weil die Meere, weil die Bäre, Gott, weil die Bärenmutter kommt, das kommt die ganze Zeit, also. Aha, bei 5000 Punkten immer noch ein Spieler AFK, aber tolles. Oh, nehmen wir doch mal den Wohnen. Ja, was Feines. Natürlich schon wieder letzter Platz, wie immer. Was spielt unser Gegner? Wer der Kollege? Noch gar nichts. Noch. Das ist nicht der Sascha, ne? Das ist auch nicht der Sascha. Der Sascha kommt gleich. Der Sascha jetzt noch kurz auf dem Klo und meinte zu mir, ich soll doch das Stream anschmeißen. Er kommt gleich. Also geben noch 2, 3 Minuten, dann ist er da. Sascha. So. Aber nächste Runde 5. Einfach weitermachen. So, natürlich. Überlebe es. Glück gehabt. Ah, ich höre ihn schon. Er wird gleich kommen, Jan. Er ist, oder ich höre ihn hier oben rumlaufen. Das verlieren und wir freeze das Ganze. So, gegenüber spielen wir jetzt mehrere Diener-Typen. Also, okay. Also, rumlaufen habe ich nebenbei schon gehört, das Sascha. Also, er scheint wohl schon vom Klone zu sein wieder. Ja, ich habe wieder was gehört. Sascha, dein Typ wird hier verlangt. Ja. Jan Jo 03. Du bist im Stream. Im Stream. Ja, sei schon Kamera, als habe ich es auch gemacht. Kamera ist auch echt schnell. Ah, jo, perfekt. Es geht Das alles. ist ein Ding. Das ist nicht Sascha. Nee, hi Jan. Nee, nee. Wir machen Zwilling-Streaming. Mal er, mal ich. Das ist, wie man die richtige Frau im Leben hat. Einmal er, Nimm mal Rache, oder? einmal ich. Ja, wie geht's dir, Jan? Alles klar? So, Ich habe aus meiner Verletzung eine Tugend gemacht. Deswegen gibt's einarmiges Streaming.
Du gut Deutscher, kann nichts anderes streamen, im Moment, wie ich mich Schlachtfeld wegen der Maus, weil du dir recht Hand brauch. Screaming straight out of Fenne. Ihr Assis. So, nach 50 Sekunden. Eigentlich wollte ich im Gasthaus schon hoch, aber scheiß drauf jetzt. Ja, manchmal ist das so verlockend, weil ein paar nette Burschen stecken. Ab und zu ist es besser, im Gasthaus hochzugehen, Sascha. Ja. Wir werden aber definitiv nächste Runde hochgehen jetzt. Ja. Was schreibt er? Also Springer, alles gut bei dir, ole. Nee. Ja, soweit alles gut. Die Krankheit hat mich halt dazu gezwungen zu streamen und dank Thorsten ist der kleine Traum auch wahr geworden. Ja, dank mir. Oh Mann, Sascha. Aber ich muss sagen, ich komme mit dieser Rolle beim Streaming ganz gut klar mittlerweile. Okay, manchmal, wenn der Chat zu arg ist, sag mal, zwei oder drei Leute drin, dann rotiert's alles, aber sonst kein Problem. Wir haben auch schon gut gespeist vom Italiener um die Ecke. Die Ranzen sind gefüllt. Kann es nur noch gut werden. Jawohl, ja. Und wir gewinnen den Kampf. Danke, Burattino. Vielen, vielen Dank. Aber wir wollen nicht von der Tatsache ablenken, dass wir Letzter sind. Das müssen wir mal klar betonen. Ja, hoch mit und jetzt gucken wir mal, was so in der vierten Stufe rumhängt. Mama Bär, oder? Was will ich Mama Bär? Ich hab kein Mama Ding. Das ist es ja. Oh, ich mag Mama Bär. Der hat letztens nicht. Dann mach halt die Tasse. Den Krug. Zack. Kriegt da ein bisschen mehr Fett. Ja, das war jetzt halt wieder scheiß Auswahl, was man kriegt. Ja, wir kriegen immer eine scheiß Auswahl. Ich weiß nicht, wenn man so Pro-Player ist, kriegt man eine bessere Auswahl. Hier, kriegst du noch einen roten Teppich ausgelegt. So, hier sind Blizzard. Wo geht's hin, Jan? Zum Futtern oder machst du den Kühlschrank daheim auf? Was? Jan, schreibe ein Ding. Er muss auch noch was essen. Alles klar, Jan. Ja, wir sind eh noch eine Weile online, denke ich. Heute Abend geht's dann auch wieder los. Die Abendsession meistens so zwischen 20 und 21 auf dem Sascha. Im Normalfall allein. Ab und zu mit mir, deswegen betreute Streame. Ja. Er betreute Schlachtfeld, weil. Ja, und bring alle Leute dazu, den Twitch-Account haben mir zu folgen. Ich brauche 50 Follower. Ganz wichtig. Sascha. Ich gehe betteln, es tut mir leid. Das erste Mal, dass ich betteln gehe. Er geht sonntags Pizza essen. Korrekt. Die gute Pizza. Ja, wie gesagt, ich habe auch schon eine geile Intus. Ich glaube, es sieht unbedingt gut aus. Nee. Doch. Unentschieden. Egal. Egal. Wir sind ein Vorletzter. Acht. Echt was? Arschlecke, Sascha. Ja. Wir riskieren es jetzt einfach. Ja. Oh, da sind ein paar saftige Dämonen. Drei Stück an der Zahl. Drei? Ja. Haben auch noch den Umwandler. Dann können wir richtig buffen. Dann bin ich der Buffmaster Flash. Support ist kein Mord. Korrekt, vielen, vielen Dank, Jan. Dankeschön. Jan, du kannst ja Ausrufezeichen Lurk eingeben. Ausrufezeichen LURK. Dann sieht es Sascha, dass du ihn vom Sessel aus, vom Wohnzimmersessel aus zu haben supportest. Bis dann, Jan. Ja. Korrekt. Sascha kämpft TV auf Twitch am Sonntagmittag. Was kann es Schöneres geben? Wir haben kurz vor drei. Und ja, das Schlachtfeld ruft. Ja. Das Sonntagsschlachtfeld. Ja. Sonntagsmittagsschlachtfeld. Ja. Ist, da hast du so viel Freude drauf, wenn du morgens aufwachst und ordentlich einen hast. So. Ich muss ja mich zusammenreißen, was. Wie heißt es auf Englisch? Das Sexual Controllity oder irgend sowas? Ja. Verdammt. Ich komme noch aus einer Zeit, wo American Pie gelaufen ist. Ja. Mitten in der Pubertät. Was denkt ihr, was da abging? Aber ja, man wird auch gern eines Besseren belehrt. Bis später, Jan. Bis später.
Die Gustl ist wieder auf dem Vormarsch. Gustl, zack, korrekt, korrekt. Das könnte gut werden. Ja, gut. Das Ja. war nämlich vier Sterne. Ja, sogar die Tasse, der Krug ist übrig geblieben. Leider kein Manfred Krug. Manfred Krug, ja. Auf Achse. So, Sascha. Wir nehmen ihn. Ja, wir nehmen jeden. Wir Ihn. nehmen alles, wir nehmen alles. Und ihn. So, jetzt ihn raus. Ja, den Spott ein bisschen Drauf. stärker machen wir. Spot. Ja. Aber ihn, bei ihm kassieren wir jetzt schon Ist wieder. egal. Wir müssen den anderen Lurch finden. Können wir mal beide raus. So, und jetzt kostet es einfach Leben. Jetzt brauchen wir halt den scheiß Umwandler. Ja, und der Dringend, Scheiß. dringend brauchen wir den Umwandler. Nein, 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 mach, wir denken gar nicht dran. Alter, wie geisteskrank ist denn der schon auf 5 zu gehen? Quatsch, das Ich sieht bin aus wie gerade noch Thanos. Bier. Das Ja, sieht das aus. ist wahrscheinlich Thanos. So wie es aussieht. Buratino schon wieder. Der hat Angst gehabt, nachdem wir ihm richtig gegeben haben. Oh. Alter, das ist es. Ich sag ja, was? Ich habe das ja vorhin schon erzählt. Ich habe gegen Untote gespielt mit dem Ohr und Ja. habe den Kampf gewonnen, ja? Und dann Ja. kam andauernd der Morne. Und das sind nur mal 2 Minuten Zeiten. Du hast zwischen, je nachdem wie lang das der Kampf dauert, meistens zwischen Ja. 80 und 100 Sekunden Ja. Zeit, bis der Kampf, dass du das machen kannst. Ja, Bei mir ja, lief die ja. Rope schon, ich bin mit 18 Sekunden Restzeit reingekommen. Ja. Ich habe, im Endeffekt konnte ich gar nicht mehr viel ausführen an Aktion. Ja. Manchmal ist es halt so. Ja, manchmal. Jetzt gucken wir mal, ob wir gegen die Letzte auf die Schnauze kriegen. Der Monat 2. Zwei Dämonen, ja, aber das wird ja wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen anzubieten. Mit Sicherheit. Aber ich glaube, dass er volles Board schon hat wie mir. So, Achtung jetzt, was uns jetzt erwartet. Ja, wir brauchen den Umwandler aber ganz dringend, sonst sind wir demnächst tot. Ja, sind zwei Dämonen. Ja. Murloc, Meg, Mesh. Mächt sich's einfach. Aha. Wenigstens haben wir jetzt geschafft, ihr Golfen die Quest zu erfüllen. Zack, was ist jetzt los mit dem Falken? Ah ja, ist abgestürzt. Ja, und Und tschüss, jetzt Lurchi. ballert's. Zack, Bitch Slap. So. Da ist noch ein Dämon, aber der falsche. Oh, wir können es nur mit Leben bezahlen. Super. Nö. Drei. Jetzt, ja, okay, mach den weg. Genau. Den raus, den guten. Jetzt suchen wir mal, ob wir einen Rostumwandler finden. Nein. Aber der Drache wäre auch nicht schlecht gewesen, der Dämon-Drache. Fünft. Der ist super. Ja, nimm den. Und den 5-5er dann weg. Denn hier, Ja, Rauschmeiß. den raus. Und gucken wir nochmal, ob wir was finden. Wo ist denn der Rostumwandler? Da ist Oh, er. hier, den brauchen wir. Ja, aber den Umwandler, der wäre mal nicht verkehrt. Dann machen wir halt jetzt die Tasse raus mit der Tasse. Und den 4-3er, ah ne, haben wir kein Gold mehr. Gell? Doch, haben wir den 4-3er verkauft und die Goldmünze raus ins Auge raus. Den will ich weg Ja, haben. raus. Da hat er nur, komm schon so und genau. Und jetzt raus mit dem. Ah, Der jo. bufft sich jetzt gleich so, wenn wir weiterhin hier durchrotieren, Ja. dann Wollen wir mal freezen wegen dem 3er Gasthauszauber? willst du den haben? Willst du den nehmen, Mann? Bin kein Fan von dem neuen Gasthauszauber. Ja, aber die sind teilweise echt Ich weiß, ich bin spielentscheidend. könnte schon mächtig wäre, die Kollege. So. Heute fließt die Mate wieder in Strömen. Ja. Haben wir den Eistee probiert hier? Ich trinke keinen Sirup. Ist das Ding drin? Ist der, wie Guck heißt es? mal. Da ist 0% Zucker Ja, und Moment. Ist das Stevia ich drin? hab keins gelesen damals. Stevia-Blättern, das bringt mich Ja, um. bringt dich um. Das setzt meinen Darm ab. Ach so, ja, ich weiß, du hast schon die Probleme Ich hatte damit. eine Stevia-Vergiftung. Und das sollte ich mir noch Wasser bringen. Ja, ist einfach so.
Nimmst du halt einfach Wasser und tust halt ganz dünn Saft, also einen Ja. Schuss rein. Das ist mit am Ja, besten, ganz ich ehrlich. muss mache ich nicht gerade. Ich mache schon 2/3 und dann der Rest Saft. Weil Milchgeschmack will ich ja noch haben. Ja. Eigentlich einfach sonst so das Stream geholt und fertig. Da hast du immer Wasser da, musst nichts schleppen. Schmeckt aber, naja, okay, gut. Das geht eigentlich am Maße vom Trinken. Ja, noch mehr. Wir sind ganz gut aufgestellt im Moment, Sascha. Ja. Da klatscht es aber kein Beifall. Ah. So, das 3 und 3er Zauber. Wir auch gerne 5 gleich. Oder doch, geh hoch. Beim Hast welchen recht. Geber? Dem 6-6er oder was? Ich würde fast ihm hier geben, Ja, okay. weil der bufft sich schon auch an nochmal mit. Das Gebirge. Aber Biere müssen wir noch kaufen. Ja. Gut, das war auf Gasthaus 5 schon im Moment. Haben wir noch hier? Der war schon eine 5. Ja. 4, 4, 6 sogar schon. Alter, da hat es aber ganz schön eilig. Ja klar, du hast halt auf 6 hast du jetzt nochmal 2 Karte mehr. Ja. Du hast mehr Karte und du kannst auf alles Ja. zugreifen. Du musst halt, wie du schon sagtest, immer einen Mittelweg finden zwischen Gasthaus Gasthaus und und Diener. ja, zwischen Gasthaus und Bord quasi. Problem, das ist es halt. Manchmal geht's richtig gut, manchmal hast du ein Problem. Ja, der macht geht bei Gold geht er 4-4. Alter noch, das ist die Wartezeit, das ist das, was mich ab und zu so ein bisschen nervt, wenn du streamst, weil du musst ja Ja, immer nicht überbrücken. wirklich. Das ist immer so. Naja. Ja, im Stream oder als Video können sie Leute ja nur vorspulen. Das ist mal nochmal wieder was anderes. Ja, klar. Du möchtest aber auf YouTube das bearbeiten jedes Mal, dass du genau den Take drin hast, wenn die Ja, klar. Rope läuft noch 10 Sekunden oder Ja, so. das Aber dann ist es hat, glaube halt. ich, keiner Bock drauf, andauernd zu warten wie Bruder. Nee. Ja, ich will hoffen, dass man sie genau da haben, was man haben möchte. Ich bezweifle es nämlich schon. 2-3, 2-3, oh. Ja, genau, klasse. Das ist jetzt gerade wieder voll in die Hose gegangen. Den Kampf werden wir so verlieren. Da Leute. kriegt er genau der Richtige. Oh Mann. Ja, der ist. Wir kriegen ja nicht mal was kaputt von ihm. Wir haben nichts kaputt gemacht. Nö, der Gustav, der holt die Brechstange raus. Schön, dass wir nur 15 Schaden leiden können auf der Ja. Stufe. Sag mal, hier setzt die Rüstung auf 5. Ja, hol das mal ganz dringend. Ja, dann Ja, wollen jetzt braucht man, jetzt könnte man gebrauchen. wir. 4-5er weg. Wir schleifen durch. Ja. 4-5er? Ja, okay. Was ist der Vierer-Spruch da? Der Vierer-Zauber? Nee. Ich kann mal lock. Nee. So, und jetzt. Guck, wo haben wir was? Haben wir was da denn? Nochmal aktualisieren. Das sage ich sogar, brauchen wir jetzt, wollen wir ihn buffen. Ja. Fertig. Dann den 7-4er weg, oder? Ne, 4-5er weg. 4-5er weg und den raus dann. Ja? Ja. Okay. Den hier raus. Jetzt gucken wir halt noch, was wir finden. Wir haben noch 2 Gold. Wo Gold hier unten liegen? Ja, aber die behalten Was hat er? 4 Wildtiere. wir. Boah, wenn man das denn den Bananenaffen draußen hat. Sascha, ich will's gar nicht wissen, was er draus hat. Könnt jetzt die App aufmachen, könnt nachgucken, ja, aber ich lass mich jetzt gerade noch lieber nur noch überraschen. Wildtiere, die während des Kampfes herbeigerufen werden, kriegen alles verdoppelt, Werte verdoppelt. Oh. Sagt der Chat. Ja, das brauche ich im Moment.
Oh. Neunundzwanzig, neunundzwanzig, ah, dreißig, einunddreißig, das ist doch schon mal ein Wort. Eine Bärenmutter draußen, oh, und der Keuler, der, oh, die Schildkröte allein. 0% Sieg. Klasse. Das ist jetzt wieder so ein Kampf, wo ewig dauert. Ja, wegen dem, allein dem Keuler. Wegen dem Keuler wird's schon mies. Guck mal, das Pferd und es holt noch mal welche. Und noch mal welche. Das können wir. Guck, tot. Tot. Nix tot. Tot. Viel Schade kriegt man nicht. Nee, sieben. Gut. Gut, dass wir die fünf geholt haben. Die fünf Ja. Rüstung. Wir kämpfen gegen den Toten. Klar. So, jetzt gucken wir durch. Wir haben ja Blut soll hier oben. Nochmal. So, was Dann gibt. würde ich dann mit dem Rauch Ja, machen, Waffe. Dann 7-7er raus. Dann hier. Ja. Wird er eh verteilt, was er extra hat. Tschüss. So, jetzt Den hier. raus. Zack, jetzt den anderen raus, wo wir haben hier. Da gibt es wieder mit Blut. Oh. Was ist denn das für ein Dämon? Ne, ist ein Naga. Okay, Nachdem weiter. euer Held Schaden erlitten hat, Ja. dann brauchen wir es nicht mehr. Ja. So, wenn schmeißen wir jetzt von denen raus. Einmal nochmal Blut soll. Da oben mit Blut bezahlen. Genau. Oh, den holen wir, dann geht er wieder auf die Hand, dann spielen wir den anderen und den wieder raus. Dann können wir bitte, dann bufft's wie die Sau. Erst den raus, ja. Und den raus, den goldenen. Und jetzt aktualisier, was das Zeug hält. Nochmal. Willst du keine holen, bitte? Nee, nee, guck mal, wie es bufft. Nochmal. Nochmal. Den Perfekt, jetzt gucken wir, was wir auf Stufe 6 haben. würde ich gern holen Ja, noch. dann fries. Ja, Echt? hol, dann hol. Okay, und jetzt den 6 Diener raus. Den 6 hat ihr die Karte. Stufe 6, die, was haben wir denn? Da. Was? Wird einer muss raus. Einer, der muss. Nein, muss er nicht, muss er nicht. Scheiße, nächste Runde, scheiße. Ja, dann. Egal. Hä? Aber jetzt ver. Oh, nee, Wir spielen jetzt nee. gegen Achso, gegen Todesser. Toten. Das sieht gar nicht schlecht aus, der Kampf. Also, klar, dass man jetzt den Kampf gewinnen sollte, normalerweise. Aber jetzt sehe ich gleich, was hier abgeht. Und jetzt geht gleich noch viel mehr ab, wenn wir jetzt, weil jetzt haben wir gegen Tode gespielt. Das heißt, wir können jetzt gleich nochmal richtig. Ja. Trotzdem sind wir noch Fünfter. Und wir kämpfen gegen den Ersten. Sollen wir einfach nur durchdrücken? Ja. Ich gucke einfach mal, was Ja, kommt. warte mal, die Hose, die Unterhose, die hole mal. Weiter. Wow. Raus mit. Können wir den zweiten? Oder ne, können wir nicht. Ich gucke Ups, erst geht. einmal nach, würde ich sagen, oder? Ja. Dämon wieder, sehr gut. Den Dreier. Sport, wir gegen den Spott, ja, dem 14-14er. Jetzt buffen wir. So, ich würde sagen, wir spielen A Gold und Ja, nehmen das ja, nächste ja, Stufe ja, mit. ja. Wir kriegen So. noch Spott. Der 32-27er braucht Spott, oder? Wirst du das sogar Ja, gib offen? halt Spott. Proben wieder aktualisieren. Ja.
Da von einem fetten, von einem Sechsern Drilling kriegen würden, Der saugt am Ende des Zuges. ey. Ja, der saugt jetzt alles leer, drei Das heißt, Stück. wenn wir jetzt gucken, dass wir nächste Runde auf 6 gehen, dann kann man nämlich noch mal einer mehr, Ja. was er saugen kann. Ja. Ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt jetzt mit den Kampf. Glaube ich nicht. Ich glaube, wir kriegen sie voll auf die Fresse mit den Mechs. Meinst? Der hat jetzt fünf Mechs hat da draußen und dann die zwei, wo die noch buffen, wenn die angreifen, oder? Da war irgendwas, wo die Mechs nochmal rufen, die zuerst gestorben sind im Zug. Meinst? Warte ab. Ich lass ihn. Die Fetten stehen ganz vorne, ganz links. Das ist halt als Mesh-Spieler geil. Ja. Absolut. Das hier, naja, ruft die ersten zwei Meshs dabei, die im Ja. Kampf gestorben sind. Aber als Golden sind es vier oder drei. Ja, als Golden. Und dann Baron Totenschwur. Wenn der jetzt liegt, der Baron Totenschwur und die, dann wissen wir, was die Stunde geschlagen hat. Totenschwur, Baron Totenschwur. Nichts leben noch. Und sind wir nochmal gebufft. Ja, und sie waren nochmal gebufft. Ja, das sieht nicht unbedingt gerade schlecht aus. Ja, Sascha sieht sogar laut aber sehr gut aus. Jetzt kommen die ersten zwei Mechs wieder, die kriegen Ding. Kriegt der Frack voll, ich fass es nicht. Das doch. Mechs sind nicht mehr so stark im Moment. Wow. Und Platz 4, Sascha. Platz 4. Was machen In the wir? money. Ja, jetzt Wir müssen wir nach. gehen Ja, hoch im geh hoch. Gasthaus. Ja. Und jetzt drücken wir durch. Haben wir was? Ihn haben wir. Ja. Dann haben wir noch gerade 3 Marken. Nein. Ja. Drücke. Da ein dritter davon. Nur mal drücke. Noch nicht rauslegen, sag mal. Ja, leg hoch. Oh, guck, was kriegen wir für Sechser Diener? Was kriegen wir für einen Sechser Diener, Thorsten? Ach, dachte das manch. Ja. Schade. Irgendwas, egal. Nochmal drücken. Nein, das war's. Die Banane, oder? Wieder 2-2, manch, das bringt noch nichts. Nee. Was sind das? Oh, was ist das? Was Was? sind das? Mit Gottes Schilder 9-2. Mesh? Den habe ich ja nicht Boah. gesehen. Boah. Den habe ich jetzt noch nie gesehen gehabt. Man war noch nie so komfortabel auf Stufe 6. Ich war schon öfters bei mir daheim privat auf Stufe 6, aber da habe ich noch nie gesehen, wenn ich Mesh gespielt habe. Den wurde mir immer verwehrt. Ich habe mir nur den auch gezeigt kriegt. Der ist halt auch geil. Ja. Du musst halt dann richtig rotieren die ganze Zeit. Also was Neues schiebe, dann macht es auch Ja, richtig ja, Laune. ja. Aber das Auge hat sich echt gut entwickelt. Ja. 127, Ja, und mit Spott? Gottesschild wäre noch geil. 131. Ja. Es waren erst einmal 6 Stück Fresse. Ich meine, da sind 9-2 dabei, 5 Zähne. Also. Ja. Wird gut was Was hat der verteilt. erste? Wildtiere, da den Affen rausliegen, den Bananenaffen. Hundertprozentig liegt der draußen. Oh, Sascha hier. Hi, anderer Sascha im Bild. Ich bin mal auf euren Kanal gehüpft. Wie läuft's? Was glaubst du, wer das ist? Hi, hi. Diese So, Person so, kennst so, du. sorry, gestern haben wir dich voll ver oder ich dich voll vernachlässigt. Hi, Ja? hi, willkommen. Thorsten sagt, ich kenne dich. Ja? Gib mal so ein paar. Gib mir Info, wo er drauf kommen könnte. Aber nicht, wenn es geht, nicht gerade zu schnell. Ich will ein bisschen Spaß haben jetzt. Wir haben hier schon Spaß. Und was liegt draußen? Weil, wie ich es gesagt habe, der Bananenaffe liegt draußen. Und wenn der Bananenaffe schnell fällt? Der fällt nicht so schnell. 85% Gewinnchance. Ich glaube erst dran, wenn ich sehe. Allein das Auge nuckt dir alles weg. Kein Ding, alles klar. Mach's So, uns spannend. Bananenaffe ist tot. Oh. Es klatscht, aber kein Beifall. Ganz schön knapp, trotz allem.
Ah, knapp ist dann zweiter Vorname, Sascha. 12 Schaden. Boah. So, jetzt machen wir wieder Blutzoll hier. Gucken, dass wir ein paar Drillinge. Brauchen wir noch zwei Ne, Drillinge. neue Heldenfähigkeit Nee, brauchen wir auch brauchen nicht. wir nicht. Nein, leider nicht. Nein, leider nicht. Nein. Ist 4, 4, 4. Was macht der Viererzauber? Ja, ist doch in Ordnung. Weiter. Auf der Jagd nach einem Ding. Das Ja, werde ich mir ja, klauen. ja. Wir haben ja ohne noch, Sascha. Ja, weiter. Für den Anfang, du kennst mich persönlich. Ich kenne dich persönlich, das ist ja. Sascha kennt viele Leute persönlich. Ja, das ist es halt. Das Blutding, das Blutding, das Zimmer gibt's wieder einen Buff. Gibt's Buffy, aber nicht die Dämonenjägerin. So. Vampirjägerin. Bist du der Flo? Bella Flo. Heißt du Florian? Nein, heißt er nicht. Nein, heißt du nicht. Sollen wir weitersuchen noch, oder? Ja, wir suchen jetzt ein Gold opfern. Welches? Nein, mein du persönlich. Du wohnst nicht in Hettesheim. Wohnst du in Hettesheim? Hin wohnt er nicht. Persönlich. Ja, du kennst ihn persönlich. Christian? Nein. Oh Mann, die Grübelei am Sonntag. Irgendwie muss ich doch mal Spaß mit dir haben, Sascha. Persönlich. Kümmern wir uns von der Kutschengilde? Nein, das kann ich auch für ihn verneinen. Wie Wa gesagt, ich kann dir so viel sagen, er ist definitiv nicht von Viernheim. Markus. Nein, auch kein Markus. Was? Nein. Die Stacheleberpest. Die Stacheleber, ja hoch. Sind die Stacheleber pestnat? Kleiner als 1,80 Meter über. Was? 2 Meter. Kleiner als 1,80, 2 Meter. Bist du adipös? Das sage ich nichts, das muss er jetzt selber entscheiden, wie er das ausdrückt. Ob ja oder nein. Henrik? Ha, Henrik, korrekt, korrekt. Korrekt. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wir sind hier adipös am Stream. Wir haben seit gestern wieder das Wort adipös salonfähig gemacht. Ein Arbeitskollege war online im Chat. Saugeil. Er war am Chat. Großer BMW. Schön, 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 mal wieder von dir zu hören. Du müsstest mal wieder dringend die Kamera schwingen, mein Freund. Das war immer sehr, sehr gut, wie du das gemacht hast. Siehst du, Hendrik, ich habe dir das gesagt, er war immer total begeistert von dir, wenn du in die Ja, Kamera gesprungen auf hast. jeden Fall. Jetzt schwingen wir hier mal ins Gasthaus. Mit Zaub, Gasthaus Ach, Zaub. scheiß drauf, für was? Wir machen rohe, rohe Gewalt. Nein. Drilling, es muss klatschen. Es muss Drillinge geben. Nichts. Sind wir schon alle von dem Bösen abgefrühstückt. Ja. Den haben wir schon in Gold. Gold alles. Ja. Das heißt wohl, dass ich dich verarsche gerade wieder. Ja. Kämpf ist es nicht wert, den ersten Platz zu belegen. Schaut, aber ich weiß gerade nicht so ganz sicher. Der hat 5 Matches, dann haben wir eben Arsch und Schlag. Wir Ja. haben es im Moment alle geschlagen, ja, aber. Wer sollte Gold ausgeben, da schon Ja, wieder. ja. Ja! Nein! Nein, wie kann das mal, wie, ah! Passt da die 1-1-2-2 dann noch? Wir müssen die Runde nur überstehen.
Wenn wir die Runde überstehen, dann sieht's gar nicht so schlecht aus. Ja. Und ich glaube da, dass der mit dem Mesh so viel zugelegt hat. Jetzt an Schaden im Gegensatz zu dir, du Babschische. Guck mal, das Mikrofon ist ein bisschen, oder? Hallo? Ist ein bisschen. Ja, du musst, jetzt musst du es halt gucken, dass du es irgendwie ausprobiert kriegst. Ja, ja. Ja, hallo, ja, ja. Passt, passt. So passt, müssen wir auf halbe Stärke laufen lassen. Ah, ja. Ja. Wir verlieren. Nö, 42,3% Gewinnchance, sagt er. Sascha, der kriegt den 199er irgendwas schon kaum Klee. Ah! Scheiße! Richtig scheiße, wir sind erledigt. Scheiße! Wichser! Nein, nix Wichser! Hä? Hier! Ach, was? Die Rache hat's geregelt. Alter! Wo ist denn der Drilling? Der ist Fresserwoche, der Drilling. Ah, scheiße, okay, weiter. Weiter. Der Drilling wird gefressen. Weiter. Irgendwie war der Drilling ja dann doch da. Weiter. Wir müssen jetzt eine Punktlandung liefern. Scheiße, Mann. Weiter. Weiter. Vier, der Viererzauber. Marlock. Ja. Ach nee. Nee. Nee, sieht noch gut aus. Nein. Alter. Da können wir Gold verballern. Ja. Und das Spruch da drüben auch was. Ich bin auf 2020, guckt der Diener an. Da ist keiner mehr auf 2020 mit deiner Kollegin. Nein, da verballert immer die Goldmünzen. Lass mich raten, jetzt kommt er gleich wieder. Ja. Nein. Auch Kunstmünzen verballert immer noch nichts. Jetzt kommt er mit den Wildtieren wieder. Wenn man den. Oh, der hat gut ausgeteilt gegen die zwei. Gegen den da hat er übelst ausgesagt, minus 19. Ja. Und gegen den hier hat er minus 17 gemacht. Den wir gerade so gewonnen haben. Mhm. Den wir gerade so gewonnen haben. Kann aber sein, dass der jetzt wieder 6 Matches gegen den spielen muss mit dem Stacheleber. Kann sein, dass der draus ist, dass du jetzt auch gleich. Steht da was das? Das ist nur ein Nightbot. Wegen Follow. Ja. Der aufregende Sonntagnachmittag. Ja, der Sonntagnachmittag. Ab geht's. Dann bin ich jetzt gleich mal gespannt. Ich bin auch gespannt. Gasthaus wird krasse jetzt alles. Das ist halt das Schöne. Die werden alle noch einmal nachgebufft. Ja. Wir kriegen jetzt die Ohren lang gezogen, wie das aussieht. Wer, mir oder der? Wir. Abwarte. 225 zu 240, Sascha. Also 38% Gewinnchance, sagt man. 57, dass es ein Lose wird. Abwarte. Ja, ich selber, wie siehst du das schon? Kommt nochmal ein Pferd. Der Vogel ist das Problem. Ja. Keine Chance. Egal, Dritter. Bitte. Vielleicht sogar Zweiter. Nee, niemals. Der Mesh. Ja, Dritter. Egal, egal. Schicksal besiegelt. Ja. Ah, aber wir sind bei 5-4. Noch 100 Punkte. Und dein Gasthaus, dein Season Pass läuft da ganz gut, Sascha. Ja? Ja. Weil du musst die Quests als ändern. Ja.
Das sind immer Mörder-Quests, sind sondern dann. Nein, nein, hier. Hier. Warte. Moment. Hier, Kartepaket noch. Hier. Gehst her und du spielst einen Hake hier oben, so, so. Ja, ja. So ein Pfeil. Ja. Du drückst dann drauf, du kannst aber jeweils nur eins pro Tag ändern. Ich weiß, wie früher. Ja, so hier, feindliche Helden, 200 Schaden zufüge. Haben wir schon 4 von 93 von 200. Ja. Und da war es irgendwie, ja. Keine Ahnung, was das da war. Auf jeden Fall kannst du es einmal pro Tag ändern, weil wenn das nämlich wegkommt, kannst du dein Pass hier trotzdem weiterleveln. Ja, stimmt. Die zwei sind ja schon fast voll. Was? Quest. Das auch nicht, es gibt das auch nicht Quest. Das andere müsste ich normales Hearthstone spielen. Achso. Deswegen, also jetzt kannst du jetzt beim Helden, also jetzt noch maximal, ich sag mal, zwei Schlachtfelder noch durchgängen. Ja. Und du hast das andere Quest, das andere Weekly Quest zumindest fertig. Ah. Kriegst halt nächste Woche morgen nur ein neues wieder oder nach um 12. Egal. So, was haben wir? Also so Gold und das bin ich das Gasthaus noch mit gehabt. Diener und Aktualisierung kosten 2 Gold. Aufwerten der Gasthäuser kostet 1 mehr. Nee, lass gut sein. Welche Diener ist zugegeben? Neue Heldenfähigkeit, habe ich keinen Bock drauf. Eine Kopie eines Dieners aus dem nächsten Trupp eures Gegners. Alles ekelhaft. Ja. Was willst du da wählen von deinen Freaks? Boah, machen wir denn bald die Weltwächterin. Gut, spielen wir Waldwächterin. Sascha hat gesagt. Ja, Sascha, ich würde sagen, wir spielen entweder den 4-5er aus. Erste Runde, der bringt schon ein bisschen was. Okay. Naja, ein Hinterhalt. Mit der Hocken. Ja, mach. Die Banane. Achso, wir haben ja viel. Wir haben zwei Münzen bekommen. Bananenzauber. Ah. Einmal aktualisieren, oder? Ja, noch Bananenzauber auf den. Nö, geht nicht. Nö, lass doch. Mal gucken, wie es aktualisiert. Okay. Back this into a game console. Mit einer SSD und so. Am Upgrade, klar, logisch. Ne, HP Elite Desk ist das. Dann aber da ist halt ein relativ dicker Grafikchip drin wahrscheinlich. Hände, schickst du den Sascha mal weiter. Was willst du, Sascha? Sag mal, was gibt's denn? Die Schildkröte gehen auf Wildtiere. Wir gehen auf Wildtiere. Ja, einfrieren. Ah. Ja, mehrere Dienertypen, so mir auch. Aber nur die Rattern in der nächsten Runde erst einmal. Ratte oder eine Zweierzauber, kann man auch aufbewahren. Gut, dass wir die Banane auf den Muskelbrotz gemacht haben. Ja. Hätten wir jetzt in die Hand geschissen gehabt. Definitiv. Ja, die Ratte. Ah.
Spielt Nagel, Wildtier oder Nagel aus Ja, Wildtiere? aber schon, was noch kommt. Ja. Naja, das ist scheiße. Ja, das. Gasthaus Sauer Zeug auf der Ja, Jagd. ja. Und übrigens, das Rad von Jock Charon Ja. ist auch wieder mit drin. Ja. Und jetzt nimm den Zweier Zauber und aktualisieren wir einmal. Aktualisieren zwar, aber ist auch gut. Ja, alles gut. Ach, das, ach Ja, so. jetzt freezen, wir haben das Wildtier. Alles gut. Willkommen Passen kommen. unser Fehler. Viel Fehler. Kennst du das hier? Studio-Modus. Heißt das? Geteilter Bildschirm für mehr Kameras, wenn du mehr Kameras hast. Ah, das ist geil. Das ist geil. Studio-Modus. Wenn ich jetzt so eine zweite. Ja, du hast jetzt keine Ahnung, ich sag mal, du hast jetzt hier drei Kameras, da ist der Sony noch, die zwei. Du hast jetzt hier alles laufen. Dann kannst du zwischen verschiedene Kameraszene hin und her schwenken. So gut. Das kannst du aber auch zeitlich beschränken. Das glaube ich, die Szene, soweit ich weiß. Wer sollte uns hier noch ein bisschen größer machen, sag mal. Ja. Das größer ziehen, weil auf dem Fernseher wirkst du total klein und gedrungen. Okay. Aber ich krieg's irgendwie der Titel, das größer zu machen. Kann ich dir zeigen, wie es geht? Hier, oder? Gehst du auf Videogerät? Wie hier? Ja. Ach so, okay. Jetzt aber jetzt nicht, sondern Ja. irgendwie ist es jetzt anders dann. Machen wir später, wenn das Stream offline Ja, ist. es geht wahrscheinlich schon auf Landesten. Leider, leider. Aber gewonnen. Ja, und Stufe 2 auch noch. 4 von 25. Okay. Ja, die da was mehr rausrufe, was rausgerufen wäre, zähle ich auch noch mit. Wir gehen hoch. Ja. Ganz nach rechts. Ein Vogel ganz nach rechts. Jetzt kommen nur noch zwei Münzen. Man kann aktuell, oder was, was kann der Zauber? Ja. Runter und aktualisieren erstmal. Egal, den Zauber auf die Ratte mal. Der muss raus dann, weil mit Null Silber bringt er uns nicht viel dann Nein. wieder. Oder dann brauche ich irgendeinen Bufferen. Vielleicht kommt jetzt was Cooles. Aber nur vielleicht. Ah, wir sind auf drei. Ja, wir gucken erstmal, dass wir jetzt eine Truppe zusammenkriegen. Ja. Ja, ich weiß, Hendrik, auf dem 42 Zoll bei Brina A. Da kommt der A recht klein rüber. Deswegen wird noch im Stream später etwas größer gezogen. Weiter runter, also er kommt weiter, die Person kommt weiter runter und etwas größer. Sieht doch ganz gut Ja. aus. Kriegt auch schön Schaden. Ja. Ich brauche eh noch ein bisschen Schaden zusammen. So. Und den Vogel, ja. Raus mit ganz rechts. Aktualisieren. Wie ein Vögelchen kommt selten allein. So, raus mit. Bitte, Bärenmutter wäre schön. Komm schon, Diener mit Sport plus 2 plus 2. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Aktualisieren nochmal. Die Unterhose brauchen wir die. Müsste ich wieder einer verkaufen jetzt? Ja, mach den doch raus, den Gorilla, den Tauren. Den Tauren raus. Auge? Sind. Runter, was wir auf der Hand haben, ist ein Taucher, oder? Ja, keine Ahnung, was ein Taucher ist. Ja, passt. Der wieder, das auch wie ein Tier, Scheiße. Fuck. Ja. Wildtiere. Stufe 4, die Bärenmutter, ja. Stufe 4. Hat Nein, hier. Das, hier, die zwei bräuchte man auf Ja. 4. Das heißt, wir sollten so schnell wie möglich hochgehen. Ja. Ah, auf 5 kommt die Banane erst. Ja. Die brauchen wir nämlich auch noch.
Heißt, wir sollten, ah gut, wir haben jetzt 9. Je nachdem, wie das Gasthaus aktualisiert, ob was drin ist, ansonsten halt gleich. Ja. Ja. Hoch ist mir so eine Sache jetzt. Ja. Jammer. Frage, mach mal so. Noch haben wir es nicht verloren. Also unentschieden. Unentschieden, ja. Prognostiziert war, dass wir verlieren. 4 des 4. Mal die 4er Zauber, 4er Zauber. Scheiße, wir gehen erst nächste Runde hoch. Denn? Ja. Ob ein gutes Wild hier dabei ist. Ja, ist gut, ja. Auf der Hand lassen, auf der Hand lassen. So. Ja, weiter. Weiter. Münze, ja. Wem? Weil der kämpft ja mit, der greift dann. Was ist das für ein Zauber? Ja. Auf die Schildkröte. Ja, und jetzt. Warten wir. Danke. Gesundheitswäsche. Was meinst Jetzt harren wir Dinge, die da kommen werden, gell? du? Ja. Murlocs. Mehrere Murlocs. Dann muss noch Wenn hinfliegen. Tiere Naga im Hunde. Was 37, 24, mit Sicherheit langer. Was? Nein! Nein! Also. Nein! Der Penner. Was im Chat? Ah, das freue ich im Moment. Was halt oben wieder mehr Wache. Die Schildkröte brauchen wir? Nicht hochgehen. Ja, hochgehen. Schildkröte. Jetzt suchen wir noch, was wir finden. Ja. Den brauchen wir halt unbedingt. Ja, stimmt. Ja, die Bärenmutter. So, Bärenmutter raus. Wir verkaufen den und den 07er. Den 07er auch. Ja, haben wir fehlen, ja. Werde gescheit erst an den Ja, 7er raus. verkauft. Der Ratte geben wir Spott. Und dann freezen wir's. Den brauchen wir auch. Einmal zwei auf der Hand. Dann spielen wir den, der Design auf der Hand bufft. Dann kommen die runter. Bam, bam, bam. Ja. Weil die Bärenmutter war wichtig jetzt zu kriegen. Ja. Die Ratte ist auch mal wichtig, dass die Spott kriegt. Ja? Ja, sie greifen die anderen, kommt das nächste Vieh, bufft die. Bärenmutter bufft dann das Vieh, was noch kommt. Durch die Kontinuität kommen die Leute. Das ist Ja, das habe ich dir ja gesagt. Stream, ich habe dir ja gesagt, machen morgen ja. Abend Stream. Und wie viel aus der Vergangenheit, dann gucken wir, was treibt er heute so, zack, geil. Alter. Ey, das. Wir kriegen doch kein einziges Verschlee von ihm. Nein.
Alter, von dem kriegen wir gerade richtig oft. Ja, es geht nur 15, es geht nur 15. Ja, trotzdem, es geht nur 15, schlimm genug. Im neunten Zug. So, den Greif raus. Nicht raus, sondern holen. Die Käfer, den Käferzauber. Der ist wichtig. Wohin? Der geht allgemein auf alle. Ja, warte mal, dann machen wir vor, da war Ja, ich da voll. ja. Nichts, oder? Nein. Der Fockel noch immer, oder? Ja, mach mal den, der wird wenigstens dann von der Bärenmutter gebufft, wenn die Viecher kommen auch. Der Dämon kann mal verschwinden, oder? Wir haben nichts. Okay, dann mach den Käferzauber. Dann machst du mal. Ja, lass es einfach so. Nichts. Wir machen das Vieh weiter nach rechts, bitte. Ja. Weiß nicht, Wildtiere finde ich mich Doch, teilweise die da. können richtig stark werden. Wenn es richtig machst, ja. Halt die Frage, Stufe 5, wer bräuchte die Banane? Heißt, normalerweise, je nachdem, gegen was man als nächstes spiele, wenn der jetzt hier rausfliegt, angenommen, die Was Murloc. ich nicht glaube, weil wir gegen den voll auf die Fresse gekommen haben. Ja, und zwar Ja, der ist 15 letzter. Schaden, der ist letzter. Ja, der wird nicht mehr lange letzter bleiben. Wahrscheinlich nicht. Ja, gut, wenn man ihr gegen den Tode spielen könnte, aber das ist halt leider nicht drin im Ist Moment. keiner da. Sind noch alle optimistisch. Ja, das ist die wissen alle, wie es auch funktioniert, das Spiel. Ja. Da, 25 Sekunden wissen wir. Ist mal mehr. Ob wir vielleicht schon gleich tot sind. Fünfte Morgen. Ja gut, die Raptoren kommen ja nochmal ins Spiel dann. Ja. Hat die Bärenmutter damals Stufe 5 gehabt oder so? Ja, gell? Die war dann immer, glaube ich, vier, die Bärenmutter. Nee, war es auf gar keinen Fall. Was? War die Firma 5? Ja. Okay. Das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Natürlich fünf. Ja. So, jetzt waren die Gasthauszauber doppelt gewirkt. Wir sollen das Spiel zu 100% verlieren. Ja. Ja, schade. Wobei, Sascha. Nee. Wir kriegen halt nur nicht so viel Schaden zum Glück. Knappes Ja. Ding. Sei froh. Ja, da war wieder was. Egal, egal. So, was kommt jetzt? Ja, wir suchen jetzt noch ein gescheites Wildtier. Das da haben wir keine Chance. Eine Unterhose, wenn wir sie kriegen. Da ist noch eine Ratte. Der Dämon weg, die Ratte her. Warte, der Mann Ja, weg. was hat denn der Zauber da? Der Zauber ist entsprechender Gasthausstufe, oder? Ja, nehmen wir auch mit. Und jetzt gucken wir weiter, ob wir noch was Wildtiermäßiges finden. Noch eine. Be oh ja. Bärenmutter? Weil der will schon als Drilling, oder will schon als Drilling haben. Ja, jetzt warte mal. Da ist der Raptor. Da ist die Bärenmutter. Die Bärenmutter holen wir uns als allererstes. Okay. Was will ich rausschmeißen? L4 raus, Bärenmutter rein. Und jetzt würde ich mal sagen, freezen. Wir können noch, wir haben 3 Gold. Ach so. Denn ja, denn. Dann nimm das Pferd. Dann hier. Ja, und das Goldene. Bloß halt auf der anderen Seite 10, 10. Sag mal, was hat es jetzt? 10, 10, ja. Und Dann, Freeze. ja. Was wollen wir hier mit? Der Bärenmutter geben, oder? Mellere? Der Schwächeren. Zweimal gewirkt. Ja. Den Zähnen. Fällt das nur nicht gottverdammte Banane. Jetzt wären wir bei Sive. Entweder haben wir jetzt gleich irgendwas, wo du sagst,
Theoretisch, doch, theoretisch könnte man den Raptor nehmen und könnte hergehen, könnte Ja, sagen, kriegt dann der plus 6 plus 6. wäre das Gast also 5 hoch, um an die Banane zu Ja, kommen. dann brauchen wir das Vögelchen eigentlich nicht mehr. 4 Achter. Wenn du Raptor hast, Ja. macht halt überall 2 Schade mehr. 4 Schade. Ist ja egal, aber der Arzt selbst ist halt dann so. Boah, keine Chance. Viel schade ist es nicht. Wie kriegt der bei Gasthausstufe 4 schon einen 6er Diener? Frage. Ah, da hat die Mesh als Hauptding. Ja, Die Zeltefähigkeit. dann haben wir den Raptor. Weiter. Noch Raptor. Weiter. Vögelchen. Na, wollen wir nochmal weiter. Weiter. Das Vögelchen weg. Und den Raptor raus. Nein, nach links, nach links. Das ist die Bärenmütter ziemlich. Nein, nein, nach links und nach rechts. Ja. Ja. Und jetzt können wir nochmal aktualisieren. Oder was sind die Zauber? Rechts? Ja, einer Stufe. Dem Raptor am besten. Jetzt war es das für uns. Hat auch Wildtiere mit Gasthaus Stufe 4. Wenn er die Banane hat, war es definitiv. Hätte er vorhin schon gehabt, oder? Nein. Nicht? Ich meine, das war das Spiel davor. Ah, okay. Das war das Spiel davor. Lebe nur. Ja. Bisschen mager, was war da Ich so? weiß nicht, Wildtiere, ich bin mit Wildtieren nie weit gekommen bis jetzt. Doch, ich hab's halt schon gewonnen. Ja? Ja. Okay. Da waren alles schon harte Matches dabei früher. Die waren früher, fand ich, stärker, die Wildtiere. Ja, Wahnsinn, nett, ne? Was? Ich wohnte hier in der Nerf, kriegt irgendwann einmal die Wildtiere. Aber gut. Lacht sich kaputt, der Stufe 4, der wird es auf jeden Fall machen, habe ich das Gefühl. 99. Null Komma 3% Gewinnchance. Wie kriegt man die Schildkröte auf 99? Na, auf die Bären, wir hätten mehr Sport gebraucht, taktisch halt. Aber es waren nicht viel mehr Unterhosen da. Der Raptor muss noch platzen, komm Raptor. Ja, und das war scheitert jetzt. Ja, jetzt kriegen wir 7 Schaden. Sechs. 6, meinst du? Fünf haben wir. Schade, schade, schade. Egal. Das hat man wieder die Punkte geschafft, 9. Mal. Minus 82 Punkte, Sascha. Mann. 110 von 200 Heldenschaden ausgeführt. Schade, dabei 5-3. Ja. Ärgerlich. Schon ärgerlich. Jetzt nur 3 erhält. Ja, den nehmen wir.
Oh, ne, ja, nehmen wir den. Und nein, 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 links nehmen Martina, wir. Gast hast die Hand. Nein, das hier. Ja? Ja. Nehmen wir, bestätigen. Von der. Nee, der ist. Sascha, jetzt muss aber ich kurz ins Klo. Okay. Elementare Mechs, Murlocs, Nager, Kacheleberwasser. Ja. So, Leute, dann switchen wir halt mal wieder. Dann nehmen wir halt mal unsere Freunde die Stachelebe. Ja, nicht freezen, war nicht. Nein, nein, niemals freezen. Muss man einen Schluck trinken. Ja, so. So. Gucken wir mal, wie es läuft. Weil eben, super, wir waren schon über 5,4, jetzt sind wir wieder bei knapp über 5,3. Oh, schade, hätte ich den Blutedelstein gewirkt, wäre es unentschieden gewesen. Egal, egal. Egal, kriegen wir nichts, irgendwie ein Drilling zusammen. Egal. Gehen wir mal dem perfiden Plan nach. Ach, ist das schön. Was wollte Thorsten? Er wollte einen Bildausschnitt größer haben. Komisch. Machen wir nach dem Stream. Egal, dann machen wir halt mal einen kräftigen Elementar. Gucken. Wieder keine Punkte geholt. Los. Eieieiei. Großer BMI, das ist geil. Geiler Spruch. Oh, verdammt, schaumlos getrunken. Aber ich trinke gerne mal eine Mate. Uiuiui. Tata. Scheiße. Das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Gucken wir erstmal, was uns so erwartet. Naja, guck mal, Elementar. Nächste Runde den und den. Das, das und das. Gehen wir mal ins Reich der Elementare, würde ich mal so behaupten. Zum Glück wächst mein Bart wieder so ein bisschen nach. Man kann nicht viel erkennen, aber ein bisschen was geht. Eieieiei. Ja, auf 49 Zoll ist recht klein. Soll ich mich größer machen, als ich bin? Nach dem Stream. Elementare, die fand ich halt auch bombig, als die rausgekommen sind. Das war echt.
Boah, Elementare. Ich glaube, kurz vorher sind Piraten rausgekommen und dann Elementare oder was umgekehrt. Auf jeden Fall beide habe ich gesucht und bis zum geht nicht mehr. Mech habe ich eigentlich meistens links liegen lassen. Ich war nie so der Mech-Fan. Obwohl die halt auch richtig gut werden können. Mal schauen, was uns jetzt blüht. Überleben sogar. So, ich muss 20 Diener ins Jenseits befördern. Machen wir doch gern. Machen wir doch sowas von gern. Einmal aktualisieren. Zack. Zack. Nochmal aktualisieren. Zack. Dann brauchen wir noch ein bisschen Blutgeld. Und dann aktualisieren wir mal die ganze Sache. Dann gehen wir nächste Runde hoch, weil wir haben dann 8 Gold. Ja, wir können auch einen Diener kaufen, aber ich Acht spekuliere auf Gold den. kriegst du jetzt mehr. Jeden Diener, wo du die Runde verkauft hast, kriegst du nächste Runde 8 Gold mehr. Ein Gold gespart. Ein Gold kriege ich, ja, stimmt. Du hast jetzt gleich um einiges mehr. Du kannst das Gasthaus aktualisieren jetzt gleich und. Den Zauberspruch zünden. Ja. Nicht mal überhaupt, sollen wir mal reingetauschen. Lieber ein Eistee erstmal. Ja. Stereo mit Den Stereo. trinke ich nächste Mal, wenn ich komme. Das gute Zucker halte ich mir wieder. Deswegen, Mate. Da kann mich kein Stevia killen. Also auch am Samstagmittag bin ich immer noch brutal verletzt. Sonntagmittag. Sonntagmittag, nicht Samstag. Bescheid, aber wir überleben. Dank diesem muskelbepackten Elementar. Batsch. So, jetzt müssen wir ein bisschen schlau sein. Hast noch 2, 3 Gold theoretisch, wenn du jetzt eine Karte willst, wenn dann. Mit elementare Spiele. Die kann ich immer durch durchschleusen, die Kollege. Doch, der Gelbe, Sascha. Wenn den gebufft kriegst du irgendwie. Ja, jetzt kriegen wir auf paar, 4 Gold kriegen wir dazu im nächsten Zug. Freezen wir das? Wieso habe ich denn Viererstinger oder was? Das ist manchmal eine gute Auswahl. Bei dem Spruch sind immer ist eine gute Auswahl. Okay. Deswegen mache ich das also. Dann kommst du halt um wieder 8, 9. Zwischen 8 und 9, mal gucken. Ich würde heute Abend noch mal kochen. Nachdem, was ich für, wie viel Hunger ich habe, und dann geht's danach los. Die Luzi. Schau, sieht nicht so aus. Doch. Oder? Doch, die gar nicht mal so schlecht aus, Sascha. Sehr gut, sehr gut. Gibt ein bisschen Schaden. Oh ja. Gibt ihm, was er verdient. Nehmen wir das, gehen im Gasthaus hoch. Jetzt ist die Frage, Der ist der stark. Rechte oder der mittlere? Der ist stark. Erstmal den. Elementar, Ja. Elementar. Und du kannst gleich noch buffen. Die grüne. Warte, mit der grünen Buff passt ganz krass aus. Die Ja. spiele ich eh eigentlich ziemlich gern. Ist sie noch kalt? Nee, oder? Geht, warum? Okay, alles klar.
Ich mache schon Pullover mit. Ich so meist hier dafür knackig scheiße. Ich weiß, da kann ich dann schon. Ich muss die Klimaanlage steht in meinem Raum. Keine Sorge, die werde ich dann schön platzieren. Hast du Ding? Hast du Rollbare oder? Ja. Ah, okay. Das Beste sind halt die, wo du entweder ins Fenster denkst. Ja, klar. Also die viereckigen, wo ins Fenster denkst, mit den Amis. Ja, ja. Oder ja. Halt der richtige. Die Amis haben ja auch extra die Fenster dazu, dass du reinklemmen kannst. Mein Bruder hat mich so gefragt, ob ich so eine wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Hab ich auch gedacht, nee, brauche ich nicht. Ich finde schon eine Lösung. Best, wenn drüben ausgebaut ist, das wird fett. Da wo die Heizung ist, oder was? Noch, da ist noch viel mehr Platz hinten dran. Da hinten ist nochmal Platz. Da ist noch Raum, kann man komplett ausbauen für sowas. Okay, ah ja. Oh, 90% sagt. Ich glaube, wir werden damit fertig, was kommt. Wir haben auch schon die Quest erledigt. Danke dir. Manchmal muss es ein bisschen gemein sein. Was hast du für eine Quest eigentlich? Zu Beginn des Zuges werden 5 Gasthauszauber gewirkt. Das gibt noch ein extra Geld jetzt. Die kannst du gerade verkaufen wieder dann. Muss ich ja nicht. Dann verkaufe ich den Scheiß. Da was Elementarmäßiges? Nein. Natürlich. Das ist ein Elementar? Ja, der interagiert aber mit Elementaren. Du musst das doch verkaufen. Ja, ja klar, dann verkaufen wir den. Den verkaufen wir. Den verkaufen wir auch, der ist auch nicht gut für uns. Dann hast du wieder 4. Da hast du noch mal den grünen. Mit dem, der ist eh nur zum Buffen. Da gibt es doch irgendeiner von der Elementare. Jedes Mal, wenn du das Gasthaus aktualisierst. Ja, der ist, haben sie rausgeholt scheinbar. Haben sie gebufft. Genervt. Ja, macht das nicht mehr? Der ist nicht mehr da. Stimmt, ja, hier rotieren kann der rein. Hier rotieren. Ja, weil das voll mächtig war irgendwann. Oh, das ist auch mächtig jetzt. Nicht unbedingt. Warum? Ja. Die Vorhersage sagt höchstwahrscheinlich unentschieden. Na, er kriegt nämlich jetzt Gottesschild, der Bastard. Na. Egal. 6 Gold gespart. Gib dem auch die 6 Gold. Warte. Siebze. Ja, 6 Gold ist mehr. Ein Drilling wäre doch mal du drin, oder? Du könntest theoretisch gleich das Gasthaus noch aktualisieren. Aufwerte. Wenn jetzt nichts findest. Da ist auch noch einer. Dann müsste er halt mal gehen. Ja. Muss der halt mal gehen. Das ist wo Gold? Also. Ja. Der Grüne. Damit wieder. Nein, Gasthaus war nicht, der Grüne. Gasthauszauber wirkt. Der hier, ja, den kann ich nicht kaufen. Ja, du. Willst du was durchschleusen noch, oder?
Gute Frage. Nicht mehr. Ich schon mal kleinen Drilling, war mir noch genug und guck mal, wie stark der schon ist. Kriegt er jetzt noch 1-1, wenn du. Ja. Ausgespielt habe. Ja, die anderen, es gibt ja noch von der Karte, läuft für Ja. dich. Die Gucken wir Hawaii. erstmal, gucken wir erstmal, ob wir es überleben. Seid ihr mal so pessimistisch, Sascha? Auch ganz schön vor dir. Ja, sein Ding. Egal. Links und rechts. Das war's für den. Tschüss, Ragnaros, du alter Feuerfürst. Er der Feuerknecht. Moment, oder? Das läuft erst da durch. Wahnsinn, Sascha. Fast. Und 11. Geh hoch. Bei 20 würde ich jetzt das Ding hochgehen. Normalerweise könnte ich jetzt. Nee. Gut. Oh. Brauchst du noch Elementare, wenn du verkaufen kannst. Ja. Wenn du was raus tun willst, ich Ja. meine, was? Und mit zwei Gastaufstufen. Das Was? sind den Turn 10 und du bist auf Stufe 6, Sascha. Ja. Das viele Gold hat dir eben einen Haufen gebracht. Ja, warte mal, ich muss mal kurz draus trinken. Ah. Einen verdammten Drilling, Mann. Mehr will ich doch nicht. Ja, der Gott verdammte Drilling. Manchmal, ey, das könnte manchmal so einfach sein. Nein, die kommen einfach nicht bei. Das kann eigentlich der da. Auch nicht schlecht. Ja, ich habe schon alles gehabt. Aber was er als sieht, ist, naja, ist es ein Elementar oben links? Nein. Nö. Was ist das? Ach so, jetzt in der nächste Zug los. Der bufft ja auch krass. Ja. Der ist echt krass unterwegs. Und zweimal draußen, geil, geil. Die Elementare könnte jetzt bedeutend stärker machen. Durch die Ja. ganze Gasthauszauber, was du Ja, wirkst. ja, ja, ja. Klar. Ajos. Die Beste. Na toll. 10 Schaden. 10 Schaden gibt's. Ja, das fallen mal. Ja, sind wieder alle rausgefallen. Ja. Da ist ein Elementar, aber der 9-8er. Ja. Ah, ja, okay. Das Ja. ist das Gasthaus Vergoldet zauber. ein hat's. 11 Gold wieder. Gottes Schild braucht einer, oder? Wenn du Der magst. hier? Warum nicht? Den kaufen wir oder was? Weil das Das ist ein golden? Lager. Ja, scheiß drauf, oder? Ja, du, wenn du kämpfst, kannst du Ding. Kriegst halt einen Gold, kannst du Auswahl wieder Ja, auf ich brauche 3. aber einen Drilling. Ja, der ist golden. Also kriegst halt einen Sechser raus dann. Dann muss ich aber einen verkaufen Ja, hier. ich weiß, lass es. Dann lass es, Sascha. Und such lieber so noch einen Drilling. Kampfschrei. Keine Ahnung. Mal gucken, vielleicht entdecken wir was mit Kampfschrei. Alles nicht so prickelnd. Oh. Wie kam der zustande? Gasthaus. Ah ja, stimmt. Ja, so der Linke. Der. Ans Rechts. Ja. Hey, dann scheiß drauf, dann machen wir es halt so.
Macht jetzt der Nebeltraut, der zerstört seiner. Ja, für Schleus, ne? Na oh, nee, scheiß drauf, brauchen wir gar nicht mehr. Dass man da nicht mal ein Drilling, okay, wir sind so arg hochgestolpert. Scheißegal, du hast einfach nur eine größere Auswahl, Sascha, jetzt. Mm, ne. Du schaust, dass du hochgestolpert bist. Der wird uns jetzt Dampf machen. Das war's. Meinst? Das war's auf jeden Fall. Wird behauptet, du gewünscht. War ziemlich eindeutig. Ah, ja. Das war mehr Glück als Verstand. Das war mehr Glück als Verstand. Das würde ich nicht behaupten. Das sind Elementare. Noch fünf drin, noch fünf drin. So. Da ist dein Drilling. Was willst du? Und nochmal fünf Rüstung, Sascha. Und noch ein Diener, der Sport kriegt. Also, und 20 Gold hast du wieder. Sascha, du kannst jetzt richtig rauchen lassen. Gottesschild, oder? Da braucht doch einer mal wieder Gottesschild unter der 36, 36er, oder? Doch. Warte, Sascha. Und was noch so kommt. Ja. Boah. Ich denke, die Zeit von dem ist mal rum. Elementar. Was haben wir noch? Ist auch ein Elementar, gell? Elementardrache, doch, Elementardrache. Ah ja. Keine Ahnung, ob der was so gut ist mit deiner. Da stand Elementar noch. Ist auch Elementar? Nee, leider nicht. Erhöhte Werte von einem einen Elementar. So. Du hast noch 4 Gold. Wenn du willst. Oder du verkaufst 4 Gold. Den verkaufen wir. Wieder einen mit Gottesschild. Verkehrt ist es nicht. Dann kann der den, mal. Den hast du schon auf Gold. Ja, das ist ein Drilling. Kriegst du das? Du kannst du unten noch einer verkaufen. Ja, nee, den raus. Nein, nein, nein. Den. Nein. Den verkaufen, Mann. Komm mal, den. Du hast noch mal 2 Stück da unten noch, wo du noch nicht ausgepackt hast. Jetzt warte mal, jetzt warte mal erstmal ab. %96, Sascha. Selbst wenn die Beste jetzt kommt, hat er auch noch keine Chance mehr. Hat der Beste. Jetzt kommen die Gasthauszauber. Ja. Und nochmal Gasthaus gebufft. Und nochmal Sascha. Wow, heute haben wir es. Leute, heute ist echt ein historischer Tag. Wir haben wieder 16 Gold. Vielleicht kriegen wir noch einen Drilling irgendwie raus. Normalerweise müsste jeden Ding. Du hast ja den Arne mit Gottesschild verdoppelt. Welchen den? Ja, das. Weg das, mit, oder? Ja, dass der Arne hast, den du immer nur durchleuchtet die ganze Zeit, Sascha. Weißt du, was ich meine?
Ja. Dass der andere Elementare gebufft wäre, so musst du das spielen. Da ist noch ein Drilling. Kein Drilling. Nein, es ist nicht ein Drilling, sondern einer, wo man Drilling bräuchten. Ich habe mich dumm ausgedrückt. Ja. War der 15 Fatzehner? Ja. Dachte ich, ja. Der Todesröschel war aber scheißegal, weißt du, was ich meine? Ja, jetzt scheißegal, was da drin ist, dann, du kannst gerade wieder verkaufen. Bin ich immer noch bei 12 Gold, Sascha. Das ist das, was ich gemahnt habe, was? So, der mittlere. Du hast noch einen auf der Hand unten, gell, noch? Lass irgendeiner drin am Schluss. Heb da einer auf, den, wo du sagst, ja, den spiel ich dann. Jetzt die Runde. Da fliegt halt nächste Runde raus. So, der Rest dann noch. Ah, ne, ganz gar nicht mehr. Boah, jetzt. Leute, ich bin gespannt, was da abgeht. Krasse Scheiße, aber viel Gottesschild dabei halt. Ja, 100% Sieg. Krasse Scheiße. Das sind Elementare, Sascha, die musst du halt permanent durchschleusen. Ja. Alter Schwede, die zerplatzen ja richtig. Da klatscht aber kein Beifall, Alter, was da Backpfeifen gibt, wie im Bud Spencer Film früher. Tschüss. Kriegt wieder Gottes Schild. Jetzt nehmen wir, jetzt kriegt er gar nichts mehr. Und ist tot. 100% sagt er, es fliegt raus. Tschüss. Da sage ich halt mal Winke. Das ist Sascha Christ von oben. Ja, aber sowas von oben. So, das ist ja 17 von oder. Ja, vergiss es, warte, Katz. Schade, das hoffentlich bleibt er. Durch vier Elementare jetzt da drin, Minimum. So, jetzt geht der. Das hat durch 21 Gold diese Runde. Jetzt schleusen wir einfach mal durch, wie die ja, sagen. Nein, kauf die Elementare gleich raus. Das ist doch auch noch ein Elementar. Ja, da ist auch noch einer. Guck mal, der macht sich sogar zweimal nackig. Und dann raus mit dem. Mann, guckt euch das an, Leute. Guckt euch das hier an. Ich muss noch ein Elementar neben drauf. Was? Dann das hier? Und rechts. Das? Ja. Oh. Denk doch an, immer richtig wo drin lässt dann. Natürlich. Der bleibt doch dann. Der kommt dann raus, der Goldjunge. Okay. Oh ja, da geht's rund und sowas von rund. So, wieder ein Elementar. Der hier. Brauchen wir die Unahos? Der raus, der Gute. Natürlich wieder nett. Nichts Gutes. Da war noch ein Elementar, Elo. Ja, es kommen jetzt ständig Elementare. Guck dir das an. Ja. Alles voll damit. Alles voll mit Elementaren. Wir haben 5 Dinge dazu bekommen. 5 Rüstung. Was sagt ihr, Leute? Werden wir wenigstens Zweiter? Wir kämpfen gegen den lustigen Murloc-König. Oh Gott. Das wird jetzt anstrengend. Anstrengend. Und toxisch, es wird toxisch, Leute. Das ist nur einer mit toxisch. Alter. Okay, noch einer mit toxisch. Ja, egal. Das war 100% Siegchance. Boah, fliegt der raus? Der fliegt raus, aber sowas von. Ja! Das sind mehr als 12 ja. Schaden, was er kriegt. Ja, 31. Er kriegt 31 Schaden. So, jetzt machen wir wieder eine Schleuse auf, würde ich sagen. Eine Elementarschleuse. Boah. 20 Gold wieder, Sascha. Wieder 20 Gold.
Was ist denn das? Freund, ein Ding, guck halt durch. Du hast Zeit, Sascha, du hast noch 2 Minuten Zeit. Jetzt kannst du durchgucken, was du willst. Warte, Elementare, Sascha, du hast hier fast alles nur Elementare. Da muss ich einen Danny raus, bufft der wie die Sau, oder? Nee. Warte mal. Danny raus, ey. Nee. Angriff. Vielleicht ein Dinan 2 Leben, Sascha, das ist halt. Ja, machen wir mal Sport, oder? Ja, das ist halt schon mächtig, so Ding. Du hast, könntest theoretisch. Wenn wir jetzt noch einen dritten kriegen, sind wir noch ultramächtiger von denen hier. Ja, ist halt die Frage, schleuchst du durch oder. Was machst du jetzt, Sascha? Das ist deine Entscheidung. Wenn du den dritten kriegst, das Risiko kannst du eingehen. Den weg? Weil der ist ja auch fast so stark wie der. Ja, dann den weg, oder? Mach doch, dann hol die Kraft alle raus. Und du hast. Den lässt liegen und den da kannst du auch noch gleich mit verkaufen. Ich hab's jetzt gar keine Elementare gerade drin. Da wieder nicht. Da links ist ein Elementar noch. Wenn ich einen Drilling habe von dem. Ja. Und scroll halt durch. Ob oder ob nicht. Jetzt kann man nur hoffen, dass vielleicht nochmal einer kommt. Wie viel Gold hast du denn gut gemacht, die Runde wieder? 9. 9 Gold haben wir gespart. Du bist schon wieder bei 20. Ja. 320, 330. Wenn wir den jetzt platt machen, geht's in die Geschichte ein von Sascha Kempf TV auf Twitch. Leute, Leute. Geil, geil, geil. Nicht geil, nicht geil, nicht geil. Nicht geil. 1,1% Gewinn. Schau. Nicht geil. Guck dir das an. Leck mich doch am Arsch. Leck mich doch am Arsch, wie kann sowas passieren? Wie kann sowas passieren, Thorsten? Und wir waren schon gut dabei. Ja, wir kriegen 36 Schaden. Ach. Alter, Leute, habt ihr das gesehen? Ach, komm schon, wenigstens mal wieder auf knapp 5-4. Ach, das ist doch enttäuschend, ey. Auf Sascha Arns noch, dann geh ich. Oh, Mann. Was soll ich das eine spielen? Du spielst, oder, ja, du spielst jetzt wieder. Nein, Mann. Nein. Alter, wir haben die anderen so rasiert und dann kommt sowas. Und dann einfach, batsch, weg, tot. Was da, ich habe mich immer den einen Dealer gefreut, der so stark ist. Und der hat 5 davon. So, Sascha. Daily Quest fertig. Du kannst ja Clips rausschneiden aus Twitch in dem Moment, gell? Ja, ich weiß auch, wie das genau geht. Weißt du, wie es geht? Nein. Okay, Moment, Leute. Es dauert kurz einen Moment. Nee, das ist später. Wir spielen. Okay. Das kriegen wir hin. Nee, weil diese Szene von Eva, wo du dich so aufregst. Ja. Die würde ich definitiv klippen und das auf Ding machen. Ja, ja. Auf Twitch. Ja. Absolut. Und auf deine andere Plattform hochladen, wo du hochlädst. Ja, ja. Oh Mann, so erbärmlich verloren am Schluss noch. Da war alles. Drache, Elementare, Mesh, Sachen über Wildtiere. Ja. Bei der Dinankasten. Ich was hatte ich ja noch mitgebracht. Ich hab mir zu voll zum Laufen. Okay. Nee, ernsthaft. Voll schade.
Erfolgreicher Tag. Und auch den Stuhl repariert, den wackeligen. Ja. Einfach alles festgezogen. So, Hendrik. Da du hier Stammgast eh schon bist, dachte ich mir, ich gebe dir mal, das heißt, ich geb dir hier mal Mordrechte. Absolut. Jetzt heißt Hendrik, du kannst jetzt auch Clips schneiden. Clips zurecht machen und per URL in den Chat posten. Soweit ich weiß, geht das nämlich von den Mods nämlich jetzt auch. Ja? Ja, das Hendrik hat jetzt ohne, ich glaube, so ein Ding unterm Stream, unten rechts, nicht im Chat, sondern im Bild, wie so eine Klappe, Hendrik. Da kannst du jetzt Clips erstellen. Das ist geil. Muss halt bloß den Link hier reinposten. Sascha kann es dann auf Twitch posten. Sehr gut, sehr gut. Aber guck, so ist die Kamera und die ist fest, die ist jetzt magnetisch, die ist da magnetisch fest. Okay. Oder geht? Ja. Sag nix. Ich hab geguckt, die 6000er, die weil die so einen Krop haben von 1,6 oder 1,5. Ja, vergiss es. Das ist massive Drache, erster Hammer. Komm, scheiße. Wir können mit der Alpha, die Alpha müsste dann fast quasi an dem Rahmen fast kleben. Okay. Die hat halt ein größeres Weitwinkel. Das ist halt der Vorteil. Ja, aber. Sie macht uns, von Haus aus. Die macht uns halt dicker. Ja, ist doch scheiße, gell? Toll! Die beste Lösung, macht uns zu dick, wir brauchen wieder einen riesen Klopper da, kein Problem. Die Perspektive macht uns auch nicht mehr so dick. Ja, findest du? Also wenn ich mich da hochgucke, sehe ich immer noch etwas dicker aus. Ach was, aber vorher war es viel, viel schlimmer. Es ist halt trotzdem, zieht trotzdem auseinander. Ja. Die Breite, leider nicht in die Höhe. Auf dem richtigen Weg, ja. Okay. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg, stimmt. Er hat recht, was er sagt. Das hier. Diener, die mir herbeirufen, okay. Jetzt wird es ein Server auf, der Diener herbei. Ich würde sagen, wir spielen fast zu Zauber. Ja. Oder? Ja, ja, ich mag das mit dem Gasthaus-Zauber. Es hat uns schon ordentlich was gebracht. Wir haben noch 4 Schade oben drauf. Soll ich hochgehen gleich? 3? Wäre vielleicht besser. Ja, warum nicht? Gasthaus-Stufe 3. Hendrik, bist du noch da? Schreib mal was in den Chat. Dass ich weiß, ob der Mod noch anwesend ist. So, ja, ich hab schon so gesagt. Der kommt aber demnächst runter. Oder zumindest mal vor. Ich glaube, auf Geburtstag von der Clay. Ja. Bist du auch wieder eingeladen? Sollte ich vielleicht mal zu oder absagen ab und zu? Ja, tut mir leid, ich muss mal. Ich weiß. Der ADHS-Kopf funktioniert anders. Ich merke schon, ich muss den nachher telefonieren als. Ja. Es ist auf jeden Fall ein orgatastischer Sonntag. Orgatastisch, ja. Orgatastisch. Viel Spaß, Oga, dass du die ganzen Streams durchguckst, ja, ob irgendwas Verwerfliches gegen dich kommt um Missgeburt. Ich denke schon, du. Aber das macht gar nicht mein Spaß. Nee, doch, die ganze Zeit. Der Kämpfer hat der TV da gut infiltriert. Er war zu seinem billigen Anwalt geschickt. Ja? Ja, ja, ich habe ja die Unterlagen noch, diese erbärmliche Kreatur. Die werde ich auch irgendwann mal leaken, so. Das ist natürlich ein Diener Stufe 1. Ja, wir brauchen Gasthauszauber, Sascha. Ja. War ja klar, dass sowas wieder kommt. Ja, wobei der 3-1er bufft halt alles, aber ja,
Drache, oh, das gibt's einen Drillingklei, würde ich mal sagen. Ja. Brauchen den Viererdrachen, der sich aufpumpt am Ende des Zuges. Und Gastaussauger am Ende des Zuges. Oder Ende des Zuges, Effekte treten zweimal in Kraft, so Sachen halt. Ist denn das? Hier, der ist, wenn das Board voll ist, dann habe ich hier schon draus liegen. Denn der war auch verkehrt, der ist auch geil. Der ist ein Buffer geil immer, den Hammer. Der hier ist es, glaube ich, nicht der nicht. Wo ist er? Die hier. Ja, Kraft hat das Ding. ist ja auch ein Drache. Ich denke, was ist ein Raptor? Ne, es ist ein zweiköpfiger Drache. Ja, ist ein Drache und die bufft auch noch immer. Weil. Fünf Punkte aus dem Gewinnschaft. Gut, viel schade ist, was man kriegen. Fünf. Und dafür, dass einer schon draus ist. Wir jetzt noch mit 7 anderen rumschlagen müssen, nicht mit 8. Ja. So, würde ich sagen, kaufen wir den. Und kaufen wir die Gasthauszauber dann. Ja. Dann ganz rechts. Echt? Ja. Dann machen wir uns die Gottesbilder kaputt. Ja, aber das macht seine Gottesschilder kaputt. Der macht alles kaputt. Dann nehmen wir den Was hat der Gegner? mittlere. Stacheläber. Mittlere. Und links 5-5 und dann genau das. Ah ja, guck, buff mal den Gottschilddrachen. Zack. Ja, besser geht's im Moment gerade nicht. Hoffen wir, dass es noch Wir gepasst. bräuchten halt, da sind halt Wildtiere bei dem nicht schlecht. Weil die Bärenmutter auftaucht und das andere. Wildtiere sind, doch, Wildtiere sind dabei. Ja, ich weiß, aber ich habe ja gar nicht zum Auswahl gehabt am Anfang. Du weißt schon nie, was in der ersten Runde kommt, wenn du Ja, wir können auch, hinkriegst. es ist mir auch schon passiert, habe ich auch komplett umgeswitcht, dann ging es echt. Gut, klar, bin ich noch Zweiter geworden. Ja, Top 4 wäre halt schon wieder. Ja. Wäre die 5000. Wie viel? 600, 700, was du jetzt hast? 1400. Ah, 5398, das glaube ich im Ja, Moment. 99. So, wie sieht es jetzt aus? Stachelelber. Ja, gut. Gottesschildig. So, ja, 50%, das ist doch schon mal schön zu hören. Ein Unentschieden, 43% Gewinnchance, 42,2% Unentschieden, also. So, nimm das Wild hier mal. Wild hier? Ja, nimm das. Und geh hoch im Gasthaus. Schön, dass du den Ding genommen hast. Nein. Nein, Gasthaus hoch. Kannst du trotzdem jetzt noch kaufen. Aus Wild hier, oder? Ist egal, heb's mal auf für was Besseres. Wir müssen halt zusehen, wir Wie sind lange zu. braucht der Affe noch, bis da kommt der Goldene? Fünf, wir haben Oh, nichts ja, adjustiert. okay. Ist 4 und bei 4 kommt die Bärenmutter, wenn sie Lust hat, wenn es ein Holiday ist. Wenn sie nicht wieder auf Urlaub ist, ja. Oh Mann. Elfter könnte ich echt noch reinklatschen. Dass der Fluss gewährt ist, da hinten rausgeht. Ja, da Nee, eher neu. Sascha, du musst gucken, dass du. läuft. Ich hab Noctua bei mir So, eingebaut. da ist noch ein Platz frei. 3 Stück kriegst du, 2 Stück kriegst du nochmal, oder 2, 3, 3 Ja, kriegst da ist noch Essen. du. Die Noctua kostet, glaube ich, 25 Euro. Ich da mal zum alten Heidelberg mitgenommen, schnell. Und als ich mit Hendrik im Heidelberg war. Ne, der bläst rein hier, Ja. ja. Ja, dann mache ich Eigentlich das. bräuchte ich du ein größeres Gehäuse. Was ist das für RAM, was du drin hast? Warum? Ja, was für ein Hersteller? Einmal Cheeskill und einmal andere. Ja, wahrscheinlich waren es die anderen, was so Heißware sind. Weil die Cheeskill kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die unbedingt so Heißware sind. Wie denn Z oder wie heißen? Alter, alles Gottes Schinder. 4,16 habe ich drin. 4,16er. Ja. Okay.
Schöne Nebel drauf. Ja. Alter, 12 Scharte. Es geht so gerade in die Hose im Moment wieder. Ja. Da ist ein Wildtier. Wo ist hier? Da wieder so ein Ding. Ja, die zwei, ja, die wohl leuchten. Und den Puma auch. Dann der Nervodron weg, der bringt doch gar nichts. Das Wildtier raus. Ja. Und jetzt mal noch dem Gottesschildmeister nochmal die Punkte reinballert und einmal aktualisiert. Wir spielen eh gegen Tote von daher. Ja, genau. Ist ja noch ein Ding, ein paar Drillinge zu kriegen und dann die Bärenmutter, die wäre echt gut. Die Bärenmutter. Ich muss immer dran denken, die auszuschalten am Stream, sonst ist sie am nächsten Tag leer. Und die kriegt auch gute Temperatur, kriegt vielleicht auch einen Lüfter dran. Okay. Ich dachte eigentlich, die hält so lang. Hält sie doch auch, die hält doch durch. Ne? Und die wird halt auch. Ja, warm. Nee, wie lange hält die durch mit. Ich meine, die Netfunk, die wird doch per USB gespeist normalerweise in dem Moment, oder? Du überträgst das Bild mit USB ja an der PC. Ja, und wird gleichzeitig geladen, dass sie dass sie geladen wird. Ach so, wenn du ausschaltest und die PC ausschaltest und die Kamera nicht ausschaltest, läuft sie leer. Wie lange braucht die, bis sie geladen ist dann wieder? Eine Stunde, bis du sie benutzen kannst. Und was kostet die aus Mädchen? Noch. Ja, die GoPros werden haben wohl nicht schlecht. Die sind besser als die GoPros. Ja? Viel besser, ja. Scheiß auf die GoPros. Direkt dagegen. Weil ich kenne einen, ich habe einen drin bei mir in der Liste, der macht auch Musik. Ja. Mit seiner Freundin immer. Scheiß drauf, sind auch gut, aber ich finde die besser. DJI, da haben den App und alles. Die Drohne ist von DJI. Ja, ich weiß, hast du gesagt. Und die haben aufgrund des, weil sie Drohnen hergestellt haben, die Gimbals dann quasi, das ist quasi ein Drohnending früher. Okay. Gewesen, ja. Drohnen, die haben ja auch so Gimbals, die haben auch teure Sachen, DJI. So ist es nicht, ja, raus. Jetzt raus mit dem Knaben. So, Stufe 5. Gasthauszauber. Dann hier. Ja. Und jetzt gucken wir erstmal, ob wir noch ein paar Wildtiere kriegen. Willst du das mitnehmen? Ja, doch, mach. Sicher? Ja, ja. Warte mal. Noch dreimal. Dann könnte man definitiv immer kaufen. Das ist ein Wildtier, der Drache, oder? Ist es? Ja, genau. Heute einen Dien auf der Hand. Ja. Raus? Nein, erstmal rausspielen. Den Panda-Bär mal rausspielen. Das Leben und Sport, oder? Ja, oder da mach ganz rechts und ganz rechts. So. Wen? Egal, auf irgendeinen. Naja. Jetzt können wir den 3-4er verkaufen und holen den zum. Ja, genau. Dann bleiben wir doch bei Drachen, wenn der jetzt da ist. Scheiß auf die Bärenmutter. Genau. So. Dann schmeißen wir den Puma raus. Den goldenen. Machen den halt noch raus. Ah, warte. Den Drachen raus. Den halt verkaufen. Kaufen, zack. Den buffen. Buffen mit dem. Raus mit. Drache raus. Und aktualisieren. Ja, guck, es sieht gut aus. Ja. Das sieht für was gut aus. Hier und hier. Ja. Aber uns fehlen noch 7 Stück, Mann. Noch mal 7. Oh, scheiße. Ja, auch ein guter Drache. Ah, ich weiß nicht. Das ist, geht ab. Ja, aber das, was er bringt, was dann... Was ist die Quest nochmal mit dem Gasthauszauber? Gasthauszauber, ja? Die Quest? 5 Gasthauszauber oder 3? 7 noch. Nein, da bei der Quest. 7? Ja, ja. Ja, guck mal, wie es bufft. Ja, ja. Ich hab den Gasthauszauber gern bufft doppelt. Die Aktion, das Ding doppelt, was? Der bufft's leider auch. Ja. Egal, könnte schlimmer sein. Ja, dachte ich mir auch. Der andere überlebt, hätte dann mal, glaube ich, noch mehr Schade gekriegt. Ja. So, jetzt haben wir wieder einen Drilling. Wir haben hier den Drilling. Erstmal, ja, genau, jetzt erstmal Goldenen Affen gespielt.
Ja. Warte mal, den auch noch kurz. Wir sollten doch mal Ja. den kaufen. Ja, das unten, ja genau. Und jetzt den anderen noch, den mit dem Kuchen oder was er hat. So, jetzt raus. Wie wir das Ja, erklären? genau. Und alles, was kein Drache ist, raus. Alles, was kein Drache ist. Und zwar die Ja, hier. raus mit. Dann auf jeden Fall mal Ja, rein. gucken. Ja, da ist der Drache, der ist super, raus mit. Jetzt den Affen verkauft. Den einen raus. Welchen? Den 10-5er dann raus. Und ist gebufft, ja, genau den. Oh, weg mit. Den hier. Und jetzt gucken wir mal, was wir noch finden. Gasthauszauber. Warte mal, was ist denn ein Drachenzauber? Nix, oder? Nein, nur der, den haben wir schon golden. Also Wie? das ist Gasthauszauber. Ja. Nochmal aktualisieren. Na, ist weg, egal. Oder ne, ist da. Ich vergesse das immer. Der Warte, bleibt. nochmal, nochmal. Das ist auch nicht schlecht. Ja, machen wir auch. Krass. Noch drei Stück. Und der ist Ardo. Ich mag den ja. Ja, auf jeden Fall. Den mag ich mehr wie den. Wir gucken, was kommt. Was liegt denn der eigentlich? Ah, das eins für jede Karte. Diesen Zug ausgespielt habt. Dann haben wir, glaube ich, nur Kavakata ausgespielt, nachdem das der Ding. Nö. Hm? Nicht viel. Oder einer Buff plus 2. Nicht viel, Sascha? 13, von 0 auf 13. Oh, der Keuler ist wieder unterwegs. Was ist die Keule? Da die Schlange. Achso. Eins Komma 1% gewinne ich aus. Nicht, was wir machen können, ist Schadenreduktion drauf. Gut. Sehr gut. Unentschieden. Ja, und mir hätte eigentlich ein Lucifer vorausgesagt, Sascha. So, Gasthaus sauber. Ja, genau, dann den anderen Spezialisten raus. Den 5-5er. Und jetzt suchen wir mal, ob wir einen Drilling irgendwie kriegen. Da ist er nochmal. Gut, jetzt noch das hier nur noch. Kann man etwa nur ein Gold. Müssen wir uns von dem 4-8er mal trennen. Die Schwinge da auf den Gottesschildmeister. Denn hier? Ja. Weg mit. Dann können wir uns das kaufen jetzt. Auf wen willst du drauf machen? Was, da will ich den mal ausspielen. Ja. Und da den Dreierzauber auf wen? 8, 8 und Sport. Warte mal, als ich den im Gottes spielt, würde ich fast schon sagen, oder? Ja. Wieder mal so rum. Das müssen wir. Ein. Jetzt sind Zauber. Ein Zauber. Um das überleben, müssen wir noch einen Zauber wirken. Platz 6 Wildtiere. Noch, ich bin eigentlich recht zuversichtlich, dass wir es gewinnen. Cool wär's. Cool wär's. Warte mal, später noch. Sekunden. Sekunden. Denk mal, Was im Chat? nee, gar nicht. Alles ruhig. Wieder keine Punkte geholt. Also laut dem Ding bin ich nur drin im Moment. Hendrik ist auch raus. Okay, alles gut. Da muss wahrscheinlich mit der Familie. So, 13.900 gehabt. Mal gespannt, was er jetzt hat. 20. Der bufft sich halt ab, was sie mal Ja, hier. wieder golden ist noch besser, aber jetzt Ja, sieht's wieder. genau, einer mit Gottes Schild. 0% gewinne ich aus. Für 85% sind wir raus. Faktor. Ja, sind wir auch. Ne, verlieren tun wir. Das ist bloß die Frage, wie hoch dass wir Schade kriegen. Wir kriegen normal nur maximal 50 Schade kriegen. Na.
dir das an, das ist doch krank. Was macht denn dieser Dinosaurier? Noch 5 Schaden, 5 Leben, egal. Ein Gasthauszauber, den wirken wir jetzt halt mal. Ja, aber erst dann nächste Runde. Ja, aber ich kämpfe gegen den Toten. Ah, das ist gut. Haben wir durchgekriegt, ob wir einen Drilling kriegen noch? Das, guck mal, der Drache da. Den findest du nicht gut? Nee. Warum nicht? Guck doch mal, was der macht. Ich reiche ihn aus dem Gasthaus. Wir buffen die Diener, dann wird er auch mächtig. Nimm den mal. Hm, weiter? Weiter, ja. Weiter. Ja, jetzt müssen wir den neuen Vierer verkaufen. Scheiß drauf. Na, ja. Auf die Gottesschild am besten. Den. Kommen. Den, dann, der, ja, der, genau, der hat einen guten Kampfschrei. Raus mit. Ein Keuler, verkaufen wir einen Keuler? Ja. Jo, was will ich noch mit? Ah ja, weg mit. Weil der bufft sich schon, je mehr Sache das da sind. Ja, was machen wir jetzt? Ja. Aber Kampfschrei, haben wir Kampfschrei? Nein, scheiße. Dann kauf den Drachen da, legen auf die Hand der obere. Den da? Ja. Da, ne, ja, genau, nimm den, der verschlingt ja nur 3. So, den legst du jetzt raus, den anderen. Den? Ja. Ist der auch mächtig genug? Naja. Gerade rausgelegt. Die 5 Stacheleber können das eigentlich machen. Und das Geile ist das, da braucht jetzt 2 mal Gottesschild und 2 plus 2 auf den Jäger. Ja. Den musst du eigentlich in Sau früh im Spiel haben. Ja, wie die Bärenmutter halt. Ja, man bräuchte die Anna 4er Cut, oder? Nee. 5er Cut. Scheiße. Wir bräuchten die 5er Cut, Sascha. Welche? Die hier. Ja. Überlebe. Dann wäre das alles, die hätte man schon viel früher haben müssen. Der scheiß Eber ist auch mal hart. Guck dir das mal an. Ja, ganz schön was vertrage, der Eber. Hoffentlich sind wir wenigstens 4er danach. Ne, ist immer nett. Wir kämpfen gegen den 1. Ne, gegen sowas. Der 3. Und der Gasthalszauberlauf, Sascha. Und wir haben Kampfschrei gehabt, wir Idioten. Wo? Kampfschrei ist ein Kampfschrei. Okay, mach das noch Gast, den Zauber da oben. Ausspielen. Und jetzt aktualisieren wir mal. Wir könnten hochgehen, Theo. Ja, geh hoch. Und jetzt gucken wir mal, was kommt. So, jetzt warte mal. Das Vierer-Ding ist gut. Hm? Was verkaufen wir, was für ein Drachen? Da ist es so plus 4. Angriff. Mit den rausschmeißen. Nicht den. Den. Bufft jeder bei Angriff. Ja. Ja, aber toll. Der wer bräuchte eigentlich den 5er hier? Denn dazu noch, weißt du? Weil dann bufft der bufft und die bufft überall noch Leben dazu. Also ich würde ihn hier rausschmeißen. Was kann der 4er Zauber da vor oben? 3 Züge plus 4 Angriff. Ja, dann scheiß auf den 11-17er. Wir holen den. 3 Runden nur, der bufft uns jede Runde. Ja, aber guck mal, wie schwach der ist. Was will der noch machen? Der hat schon mal wegen 57 Angriff. Das sind alle stärker als der. Das ist normal, dass der schwach ist, aber wie du willst, ich meine. Ja, weg mit. Und dann verkauf mal alles Unnötige. Buffen mit dem Rechten, den Kugeldrachen. Den hier? Ja. Dann raus mit dem Drachenzauber auf jeden Fall dann. Nein, nein, nein. Ja, okay. Ja, und dann geht raus. So, und jetzt den Drachenzauber. So, raus mit. Und jetzt zweimal aktualisieren. Weil sonst verändert sich gar nichts mehr. Ja. Ja, soll ich freezen, ja. Wir können nur hoffen, dass wir schleusen durch. Ja, den musst du durchschleusen. Du brauchst eigentlich den 2, den was eben wegschmissen hast, den goldenen. Weil der halt plus 2 bufft, Sascha. Ja, aber. Ich schwöre, bei mir hat er auch nie viel, aber. Hoffentlich überleben wir es. Könnte irgendwer. Null Komma 3%.
Wir sind trotzdem hinüber. Ja. Schade, fünfter. Ja. Die gibt's abgezogen. Ärgerlich, jetzt. Minus 11, das geht. Gut, das kannst du raus, weil oben noch. Oh, du magst schreiben. Wer ist das? Der Coin Cobra 81, Jay Sascha. Hi, hi, grüß dich, alles klar bei dir? Wer bist du denn? Woher kennen wir uns? Coin Cobra, geiler Name. Mhm. Richtig geiler Name. So, öffnen wir mal kurz die Packungen. Ja. Yeah. Ja, Facebook mitgeteilt, Sascha. Oh Gott, via Facebook. Via Facebook, via Facebook. Ja, Sascha, waren ein paar Posts zu viel schon. Ja, ja, ich bin immer noch überfordert, was das Ganze angeht. Es tut mir leid. Hausmeister Michael, klingelt's jetzt? Ach, Michel. Aber geil, Coin Cobra ist cool. Ja. Jetzt klingelt's. Jonas, bist du's? Jonas? Oh ja, es musste Jonas sein. Du bist ja affin, was Videospiele betrifft. Ja, und er hat auf 4 Minuten noch gefolgt, sogar Sascha. Ja, stimmt. Ja. Ah, okay, hallo Sabine. Grüß dich. Ja, cool, dass du einen Witcher-Account hast. Das freut mich. Torst, komm, eins machen wir noch. Okay. Eins machen wir noch, Leute! Dann geht die Abendsession weiter. Aber ohne mich. Mit dir. Gruß zurück. Gruß aus Fenne. Gute alte Fenne. Weißt du, Sabine, du kannst doch mal diesen Kanal mit dem WhatsApp-Status und so teilen. Ich brauche 50 Follower. Mission 50 Follower für Sascha. Das wäre sowas von galant von euch. Ich weiß, ich bin ekelhafter Bettler, aber scheiß drauf. Ich brauche 50 Follower. Schaffen wir die in den nächsten 2 Wochen? Für 50 Monomer Follower. Wie geil wäre das denn? Ach Gott, Sascha. Auf welchem Account habe 2? Ah ja? Nimm beide Accounts, follow. Vielen Dank hierfür. Sascha. Aber ich verspreche, es wird nicht nur so Spielstreams geben, sondern im Sommer, wenn es wieder Richtung Urlaub geht, werde ich auch alles so live streamen in Zukunft. Livestream ist echt eine geile Sache. Linkteile geht nicht. Das wird der Bot blockieren jetzt. Ich will es nur gleich gesagt haben. Ich hoffe, ich war nicht so langsam. Okay, hier fliege mal raus. Schaut's so neu startet. Ja. Nein, warte ab. Du kannst nicht gleich neu verbinden. Ach so, ja, das habe ich mir auch schon gehabt. Dann habe ich 3 Mal rausgeschmissen. Nee, geht. Ja, ich habe es gesehen bei dir gestern. Schade, wir sitzen in der Warteschleife fest. Ja. Genau, Sabine, teilkräftig. Ach, ich teile den Link, ach, jetzt. Sie hat den Link gemeint. Ich dachte, sie postet den Link hier rein. Ja. Sorry, wir haben ein paar technische Schwierigkeiten. Es geht in wenigen Minuten wieder los. Sascha? Ja. Ich lese hier gerade durch irgendeine Versprechung eingelöst bis jetzt. Ja, ich löse. ich bin operiert worden. Ich war im Krankenhaus gelegen, wurde 2 Mal operiert. Mein Finger ist fast. Ja. Fast ums Leben gekommen, der Finger. Aber wenn es mir wieder besser geht im Sommer, dann holen wir die Dönerfolge nach. Versprochen. Die böse Büromaus. Eieiei, die böse Büromaus. Welche? Nee, alles gut. Kriegen wir hin, Sabine.
Ich war vierbeinig Büromaus mit 3 Kilo. Ja. Zum Glück ist es die linke Hand, nicht die rechte. Ach komm, Hearthstone, jetzt geh ja, doch geht mal. Doch, geht klar. Im Moment, ja, wenn das kommt, dann geht's klar meistens. Sir Finlay. Entsort? Nee. Sir Finlay? Nee, neue Heldenfähigkeit. Nicht eine neue. Du kannst dir eine von 3 aussuchen. Wie geil ist das denn? Lass den mal. Und? Wir haben Dämonen, Murlocs, Piraten, Stacheleban, Untote. Ich habe Dämonen. Lumberhafe schafft sie. Oh, Lumberhafe. Ja. Gute alte Lumberhafe. Murlocs? Oder? Nicht mal. Piraten. Piratenparty. Sau gut. Piraten? Wir nehmen. Ja. Hol einfach gleich mal einen Pirat raus. So, wenigstens haben wir immer so guten Piratennachschub. Ja, nee. Die Runde wählt schon neu aus, oder? Nein. Ach, dauerhaft? Ja. Du kannst zum Beginn des Kampfes. Also du kannst nur bei ihm zu Beginn. Ja, genau. Es gibt nämlich einer, da kannst du ja, ich weiß, nein. Das ist auch geil. Ja, manchmal. Manchmal. Du kriegst immer einen Pirat. Gibt's auch einen Pirat. Zack, und verlieren souverän, egal. Ja. Ja, noch ein Pirat. Aber erstmal buffen. Hier? Nein, ein Gasthaus. Gasthaus vor. Zauber. Buffen. Egal. Ach so, dann muss ich dich. Einfrieren. Dann drück dich etwas klarer aus, sag schon, was du willst. Alles gut, wegen Stufe 2. Gasthauszauber, wollte ich sagen. Ja. Apfel, nächstes Mal sag ich. Ich beschreibe einfach die Bilder. Apfel mit Händen. Apfel hätte schon gereicht, das ja. Lumberhafen. Wer hat nicht schon in Ludwigshafen gearbeitet? Habe ich in Ludwigshafen schon mal geschafft? Ja, stimmt. Zeitlang über Zeitarbeit. Ja. Okay. Wir gewinnen. Unentschieden. Aber wir haben keine Punkte verloren. So, den Piraten mal hier. Na, erstmal den Apfel. Apfel mit Händen. Apfel ausspielen. So, raus mit, zack. So, und? Einmal aktualisieren. Blut in Blut und Blut in Blutmünzen nehmen wir noch mit. Ehrlich? Ja, natürlich. Wenn wir noch gut im Futter stehen, nehmen wir die Blutmünze mit. Wenn du das sagst, dann nehmen wir die mit. Ja. Ja, ich komme die Wahrheit. Was hat er? Ein Stachel. Ein Stacheleber. Oh. Bitte, ja, es gibt einen Sieg. Definitiv. Gute Piraten. Ich mag sie auch trotzdem noch nicht. Jetzt gucken wir, was die Quest hergibt. Gibt es das Alter, Dienerstäbe? Hatten. Ja, natürlich, immer die Gasthauszauber. Ja, ich hab bloß geguckt, ob irgendwo die Rat von Yorkshire dabei war. Ja, nee, ist es leider nicht. Rat von Yorkshire ist so mächtig. Ja, nein, warte mal, erstmal aktualisieren. Na, die, okay. Ja. Die Banane kann man drauf spielen, ja. Dann spielen wir die Banane drauf auf den 3-1er. Haben wir deswegen ein bisschen in der Kontrolle gucken, ob ein Pirat kommt? Oder will ich aktualisieren? Nein, Pirat kommt. Ja, perfekt, den nehmen wir. Und jetzt. Kann man noch Heldenfähigkeit. Und raus mit. Und den ganz rechts, den Knurreißer. Den Knurreißer ganz nach rechts legen. Den Knurreißer, ja. Ganz nach rechts? Ja. Ach ja, okay, schon. Ja, so lassen wir es mal liegen. Gut aus. Nächste Runde gehen wir definitiv hoch. Okay.
Messer kalt aus. Vorhin bei den Elementaren, bam, 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 bam. Da hat die Zeit gar nicht gereicht. Das ist manchmal auch. Ich sag, guck, warte mal ab, demnächst kommt wieder Hearthstone, die Schlachtfeld, wenn sie Schlachtfelder spielen, die Meisterschaft, also dieses Event. Das sind, ey, ich sag, der hat Elementare gehabt, der Typ hat die Zeit jede Runde nicht gereicht. Ja. Der hat die durchgeschleust, das hat alles nicht gelangt. Mhm. Und du hast ja eben noch Gold dazu gekriegt bei dem. Mhm. Jedes Mal. Ah, Gold zurück für die Karte, wo du gekauft hast. Das war mächtig, ja. Ich glaube, 20 Gold ist aber das Maximum. Ich glaube, ja. Also sonst reicht die Zeit doch gar nicht mehr. Denn reicht die Zeit auch nicht. Gucken wir an. Rafam, tschüss. Ja, das gab eine mächtige Glatsche, Elbe. Krieg einen Scheitel gezogen, der Rafam. Mhm. So, auch nur Reiser. Erstmal Apfel mit Händen. So, okay. Raus mit. So, gucken wir mal, ob wir einen Pirat finden. Ja, einfrieren. Und unten. Ja, raus mit. Und da können wir jetzt einfach hochgehen, den verkaufen. Und den holen wir jetzt, den linken. Mit. Auch wieder ganz nach links. Pirat dabei. Ja, links ein Pirat. Voraus. Vor die Knurreise, ja. Und jetzt können wir es entfrieren, oder? Ja. Wie viel noch? 17 von 60. Gold. Ja. Egal. Ja, das geht schneller, als wenn du die Zauber spielen musst. Ja. Und der hat Rache. Mach mal den ganz nach hinten. Dann kriegt er einmal, wie viel Rache? 3? 4. Ja, dann kannst du immer Gold. Der kriegt immer Gold dazu. Da kann auch sein, dass du dann 5 oder 6 oder 7 Gold kriegst. Ja, ja. Wenn du ihn verkäufst. Wenn der Rache, die Rache sich erfüllt hat. Ja, ich glaube, der erfüllt sich gleich gar nichts. Doch. Ja, jetzt kannst gucken, dass man es für mehr Gold weiterverkaufen kann. Ja. Das brauchen wir jetzt neu. Gucken wir jetzt mal an, den roten. So, jetzt kann er schon für ein Gold mehr verkauft werden. So, da ist nochmal so ein, den holen wir. Ja, auch. Das. Raus mit, ganz nach hinten. Und jetzt gucken wir mal, was wir noch hoch im Gasthaus. Jetzt nochmal einmal aktualisieren. Den Zauber holen. Auf den 10-7. Genau. Und dann einmal Heldenfähigkeit unten. Ja, genau. Drüber fahren. Und die Knurreiser wieder weiter nach. Nein. Die lassen. Ja, genau. Lassen wir so liegen. Ja, das lassen wir so liegen. Kriegen wir noch einen goldenen Knurreiser. Nächste Runde. Wenn das jetzt gut läuft, gehen wir auch auf Stufe 4. Wir haben nächste Runde 11 Gold. Und das kostet Silber. Das heißt, wenn man Anna finden würde, wir sollen ja ausgeben. Ja. Also. Wir müssen ausgeben. Mhm. Bin ich jetzt mal gespannt. Ja, mit Sicherheit. Der packt klein 23 Jahre. Ja. Das klingt, oder? Oh. Ja, das durch die Fratz. Ja. Na gut, 4 Schade, das hält sich in Grenzen, Sascha. Ja, den Piraten holen, oder? Ja. Hoch mit dem Gasthaus. Jetzt müssen wir den 5-3er verkaufen. 5-3er, den hier verkaufen. Den da? Ja. Den raus und die Fähigkeit vom Helden. Jetzt gucken wir auf die Roten drauf. Was die können mittlerweile, die Roten. Und der Rechte?
2 Gold mehr verkauft werden, das wird gut. Die Landrat, das machen die vorhin. Zu der Gasthaus sauber. Ah, okay. Zum nächsten Mal. Kann ich rausmachen oder? Was hatten die Ratte, die Landratte? 4,5 und der? 4,3. Ja, raus mit. Und jetzt aktualisiert die Nummer. Da, Friesen. Wegen der da. Mhm. Nachdem ihr 5 Goldkicke ausgegeben habt. Mhm. Okay. Den besten Knurreiser. Knurreiser. Das ist der Knurreiser. Nochmal als Drilling. Mhm. Ja, mal schauen. Hier als Drilling. Ja. Hat 20 Gold noch sie gemacht. Höchstens nächste Runde hier. Ja. Also immer nächste Runde hier. Ja. Nicht schlecht. Ja. Kann für 3 Gold mehr verkauft werden. Ja. So, jetzt gucken wir mal, was wir haben. Ja. Aktualisieren. Nix. Nö. Nö. Jeden befreundeten Piraten. Soll ich? Ja. Ah, guck, da ist der Knurreise. Welche Bilder hast du? Knurreise. Raus mit. Mhm. Links ist eine. Ende des Zuges-Effekt, da haben wir die. Hier. Mhm. Ist es nicht der mit den Fässern, hat er nichts am Ende des Zuges? Achso, noch Gold, ne, brauchen wir, egal, scheiß drauf. Ihr verkauft's einfach, hol irgendwas und verkauf's. Genau, weg mit. Zack, das einfrieren. Ich spiel das hier noch immer. Verkauft's auch wieder, oder? Ja, aber wir können so einen roten verkaufen. Ja, da. Was? Ja, verkauf die rote in der Mitte. Die? In der rechts in der Mitte, die kann für. Nein, die nicht die, ja. Für 3 Gold mehr, so hätte man auch Gold mehr, das brauchen wir. Ich verkaufe. Ja, dann scheiß drauf. Oder? Lass so, dann lass so. Ja, ja. Hätte man mehr Gold ausgegeben, so. Nur die jetzt verkauft hätte, ja. Manch. Ja, aber die Zeit läuft runter. Ja. Hätte man es noch 20 Sekunden, wäre. Ja, die 2 Gold kriegen wir jetzt durchgebracht, nächste Runde. Schuld. Gut, das war auch wieder ein enges Match. Ja. Gut. Kaufen wir den. Ja, die kaufen wir. Den ja. Kaufen und den einen Pirat kaufen wir auch und schleusen erstmal durch. Durchschleusen. Weil da kriegen wir 3 Gold verkaufen. Gucken wir mal, ja. Todesröscheln-Effekte. Todesröscheln-Effekte. Ja, müssen wir Platz lassen. Gar nichts, oder was? Scheiß drauf, verkaufen. So, aktualisieren. Den nochmal, ja, kann man nochmal mein Gold ausgeben, mal den verkaufen. Ja, weg mit. 0, die Heldenfähigkeit benutzt. Hier raus. Verkaufen, das Mistvieh. Da, den 3er Zauber. Auf den 2012er. Ja, macht's auch mal. Aktualisieren.
Mach mal das Zweier-Ding. Pirater Boy. Nee. Okay, lass mal so. Prozent Gewinnschaft, glaube ich. Warum auf den und auf den anderen? Ist auch mies. So, jetzt sieht es natürlich gleich wieder anders aus. Leicht verdienen das Geld mit dem. Ja. So, jetzt aktualisieren. Da, Drilling davon. Wollen wir hochkommen im Gasthaus? Ja. Ja, geil. So, und jetzt aktualisieren. Nix, Heldenfähigkeit. Für 8 Gold mehr, Mann. Können wir so verkaufen für 8 Gold? 8 Gold könnte ich halt noch einiges machen. Was jetzt halt 45, 8. Ja, lass das erstmal. Ist das Zauber ist halt echt stark am Anfang des Zuges. Ja. Ist das auch ein Pirat der 1-6er? Ne, ist mir schon was anderes, gell? Rechts. Mal look. Rechts. Mesh Dämon. Finde ich halt so toll. Ja, der Drache 4, wenn du einen Haufen von deinen Mikrobots hast, weißt du? Ja. Die dann rausspringen, hast du ruckzuck 2 Karte von dem auf der Hand, wenn es gut läuft. Ja. Wenn es gut läuft. Das ist ja immer wieder das. Okay, auch alles Pirate. Wenn der eine Pirat hat schon durchgelassen von uns, hat er da 2 gekillt. War gut. Ich glaube, wir haben die dickere Piraten, Sascha. Oh ja. Dicker Pirateneier hier. 6. Das war der erste. Krass. Den du gerade zu Fall gebracht hast, Sascha. Krass. Und jetzt haben wir die rote. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, Sascha, damit gegen Tode spiele, würde ich das hier machen. Ja. Oder? Ja. Was macht denn der 8-6er her? Der jetzt der 8-6-8-5er oder was heißt der lieber? Ach, vor allem Gold, den verkaufen wir. Kriegen wir 2 Gold. Machen wir den einen da Mitte oben. Das? Ja. Nicht das eher. Und maximales Gold im Arm, ja, nächste Runde. Warum? Scheiß drauf. Den. Wir haben doch noch einen Pirat, gell? Ja, ja. Raus mit. Ja, raus mit. Verkaufen. Und den raus. Jetzt aktualisieren. Okay. So, noch 2 Gold ausgeben und da sind noch 4 Gold. Ja. Dann wird der mitgebufft. Das wird gleich. Was kriegt der Wankel? Was kann der 3-2? Benachbarte Ziele. Ja, ja. Benachbarten. Also ja. Rechts und links dann. Ja, ja. Ja, Pirat. Er hat 1-1, nachdem ihr Gold ausgegeben habt. Erhalten habt. Ja. Ja, erhalten habt. Auch wenn man verkauft hat. Wenn man verkauft hat, kriegt ihr jedes Mal 1-1. Ja. Was 56-10, was kann die Tante? Hä? 56-10 hat Tante, die rote. Und Bord.
8 Gold kann die. Bringt mittlerweile 8 Gold. Na, was steht denn? Also? Nichts Neues im Chat. Es ist ruhig heute Abend. Halb Mittag. Ich glaube, mittags habe ich eher eine ruhigere Chat im Gegensatz zu abends. Ja. Der hat auch einen ruhigen Chat jetzt. Im Feierabend. Er ist wahrscheinlich schon im nächsten Spiel. Was für ein Zack alles hin. Schon wieder einer ausgeschieden. Habe ich nichts dagegen, Sascha. Die haben wir schon in Gold, verdammt. Den auf jeden Fall. Gucken wir, ob wir noch einen finden. Oh. Gucken wir, ob wir noch eins durchzeppen, oder was? Ja, zeppen wir durch. Wir können das Ding nehmen, auch noch. Wen? Ja, vielleicht finden wir noch einen Piraten, ist es umsonst. Weiter. Der noch einmal. Das ist ein Pirat da. Das, oh. Links. Das ist ein Pirat. Ja, der ist krank. Jetzt Heldenfähigkeit. Jetzt ist gerade die Frage, den musst du lassen und die musst du lassen. Und was verabschieden wir uns von dem? Du hast noch 50 Sekunden Zeit. Ja, super. Und spiele dann auf jeden Fall allen befreundeten Dienern, bis man 30 befreundeten Dienern angeht. Ja, müssen wir. Dann muss dieses 64-14 Tante raus. So, und jetzt kaufen noch Ding ein. Was? Piraten, vielleicht kriegen wir noch einen Drilling. Jetzt aber schnell den kaufen. Den auch, ja. Kaufen alles ein. Jetzt kommen wir in Zugzwang. Ein Zauber. Verkaufen irgendwas. Was? Das muss mir. Was davon haben. Wo ist denn die Tussi da? Ich stand wie so was zu war. Gucken wir mal, was abgeht. Na egal. Ja, lass uns verstehen. Den kann verlieren noch. Nein, wir werden diesen Kampf zu 100% gewinnen. Sascha. Wegen der jetzt? Ja, wegen der. Guck mal, was der kassiert. Der hätte weit mehr als 15, Sascha. Weit mehr als 15. Jetzt gucken wir mal, was man da hier alles raus. Oh, warte mal. Oh, schade. So. Drilling, Sascha. Ja, hauen wir uns die Drillinge, zack. Aber das verkaufen wir jetzt unnötig dann erstmal. Und den kaufen wir auch gleich. Ah, ein Drilling. So, Heldenfähigkeit mal gedrückt. Vielleicht kommt da ein Drilling raus. Nee, verkaufen. Soll ich schnell mal zack, zack? Mach doch. Ich will so. Das Beispiel. Brauchen wir nicht. Die brauchen wir auch nicht mehr. Hier haben wir in Gold schon. Und tot. Was hast du noch einmal auf der Hand gehabt? Ist das? Leben. Das Kampfschrei? Ja. Ja, ist doch korrekt. Du musst das Spiel ihm aus. Warte mal, ja, mach ich. Hohoho! Dann haben wir auch golden, oder? Ja. Ja, da unten. Was gibst du jetzt raus? Wir sind gut aufgestellt, würde ich mal behaupten, oder? Wollen wir gleich sehen. Vielleicht sind wir auf jeden Fall nicht dabei. Du hast doch den Goldenen noch. Den? Nee, der kann nicht ganz auf der Bank. So? Ja, wenn dann eher so. Ja, dann gucken wir mal, was passiert, ey. Ob wir eine Chance haben.
3 Murlocs gegen 6 Murlocs. Schaffen wir das? Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Das ist schön. Unentschieden, das sagt er voraus. Ja, aber es ist tschüss. Oh Gott, bye bye. Okay. Lass doch mal. Erstmal die alles wirken lassen hier. Nein! Setzt einen Wert. Das kann ich mir genauso gut verkaufen. Haben wir da, was brauche ich Piraten? Haben wir da Piraten? Oder ja, links, da die. Das bringt uns jetzt nichts mehr. Das ist ein Endkampf. Ich wollte nur sagen, dass du auch nächsten Pirat. Die haben wir schon. Die haben wir schon gehabt. Immer schon dabei sind. Mhm. Da steht immer noch ein goldener, gell? Das weiß ich schon. Ich weiß. Was ist links? Der dritte von links. Was ist denn das? Pirat. Jawohl. Ja, aber das. Wieso? Ach so, ja. Endverwissen. Nein, ich sag doch nur. Du willst jetzt wissen, gell? Der nächste Kampf gewinnen wir. Haben wir durch immer noch einen goldenen auf der Hand und ich spiele nicht aus. Ich hätte den 26 rausgeschmissen. Für den Lass das jetzt so schon 2 Sekunden, Sascha, das lohnt sich nicht mehr. Ja, nee. Wenn wir in den Kampf jetzt weiterkommen, bring den raus und dann durch und hoffe, dass wir irgendwas Gescheites kriegen. Das war sehr gut. Nein! Gibt's das? Ja, das ist jetzt gleich richtig, das klatscht. Ja. Muss nichts heißen, Sascha. Warte mal, lass euch mal durchschlafen. So. Mach's gut. Bis dann, da, dass er dein Chat schreibt. Was? Mach's gut, ja, Henrik. Ciao. Drilling, wo? Nein, da? Sabine, oder wie sie hieß. Sabine. Warte, er steht andere Goldene raus jetzt. Da, guck noch. Gehen weg? Ja. Den andere Goldene raus jetzt. Wir verkaufen jetzt erstmal was. Genau, erstmal mit den anderen verkaufen, all was nicht brauchst. Dann haben wir einen Gold schon da runter, den kann ich rausschmeißen. Was ist das Piratiges? Ja. Oh, warte mal, das machen wir mal gleich. So, was müssen alles raus? Der muss raus. Ja. Der muss weg. Der kann weg. Theoretisch kann ich ihn auch noch, weiß nicht. Pirat, ja, ein Drilling hast du wieder. Nee. Reicht nicht. Aber der Nebeltrag geht noch mit drauf, Sascha.
Scheiße, Mann. Es gibt nur knapp Schade. 10, ja. Na, verloren. Scheiße, Mann. Aber wieder Zweiter, Sascha. Wir waren gut unterwegs. Ja, bis demnächst, Sabine. Bis demnächst, mach's gut, ciao, ciao. Ich bin jetzt öfters hier, kannst du oft mal ein bisschen öfters mal reingucken. Okay, wir sind schon weiter als am Anfang. Mhm. Wow. Wow, was ein Stream heute wieder. Ja, und das war's jetzt auch schon mal bis ja, bis, ich denke 21 Uhr circa. Ich gebe nochmal Werbung raus bei Facebook und bei Insta. Bis später, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.